Willkommen zu meiner Total Bitcoin Podcast Show. Ich bin der Total Connector. Mein Name ist Kevan Lavani. Ich freue mich schon sehr, 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 euch mein nächstes Gespräch, mein nächstes gemeinsames Interview mit Manuel Anders, der Experte für Bitcoin und Metrics, Senior Economist bei der Landesbank Bayern, vorzustellen, und Jörg Hermsdorf, mit dem ich schon das Vergnügen hatte, in einem Interview vor einiger Zeit. Da ging es eben auch um Bitcoin, Sound Money Technology, die Härte des Geldes und so weiter. Und in diesem nächsten Interview geht es im Kern um Stock-to-Flow-Ratio, also sozusagen, was da ist und was zusätzlich dazukommt, um es einfach nur mal sprachlich runterzubrechen. Und ich hatte auch das Vergnügen, Manuel Anders persönlich kennenzulernen im Rahmen des Value of Bitcoin Symposiums in Wien am 5. März. Sehr, sehr spannend. Die Videos werden hoffentlich bald auch erscheinen, um sich das anzuschauen. Und ja, das ist ein Interview ausnahmsweise mal in Deutsch für die deutschsprachige Bevölkerung oder für deutschsprachige Bitcoin-Interessierten. Egal, ob das institutionelle oder durchschnittliche Hodlers. Ja, ich freue mich schon sehr. Ohne weitere Verzögerung, hier ist mein Interview, mein Gespräch mit Manuel Anders und Jörg Hermsdorf. Herzlich willkommen zu meiner Total Bitcoin Podcast Show. Mein Name ist Kevan Davani. Meine ganz speziellen Gäste heute sind Manuel Anders und Jörg Hermsdorf. Grüß euch, Manuel. Hallo, Jörg. So, Jörg, denn dich habe ich ja schon mal in einem Interview schon mal gehabt. Das ist schon einige Zeit lang her. Und da hast du über die Sound Money Technology gesprochen. Manuel, dich habe ich ja schon persönlich kennengelernt auf der letzten Value of Bitcoin Konferenz, Value of Bitcoin Symposium in Wien am 5. März. Und vielleicht für meine deutschsprachigen, weil normalerweise mache ich diese Interviews gewöhnlich auf Englisch, aber ich finde es gut, dass wir mal auch die deutschsprachige Bevölkerung bedienen. Vor allem, es gibt ja auch viele Menschen da im Investmentbereich, Finanzbereich, Bankenbereich, institutionell, aber auch für den durchschnittlichen Menschen wäre das vielleicht ganz gut, dass wir da mal auch terminologisch, sprachlich mal die Dinge mal runterbrechen, wenn es um das Thema Stock-to-Flow oder Stock-to-Flow-Ratio geht im Zusammenhang mit Bitcoin. Wolltest du mal zunächst mal ein bisschen eine kurze Einleitung, kurze Introduction, eine kurze Vorstellungsrunde machen, woher kommt es, was euch sozusagen getrieben hat zu Bitcoin? Und was waren die Beweggründe, euch intensiv mit dem Thema Stock-to-Flow-Ratio, Co-Integration und dergleichen zu beschäftigen? Okay, fange ich mal an. Ich arbeite seit jetzt bald 7, 8 Jahren als Währungsanalyst bei der BNB in München. Bin vom Hintergrund Volkswirt, so klassische Ökonomenausbildung, hatte dabei auch relativ starken Fokus auf Ökonometrie, wird dann später, glaube ich, noch ein bisschen relevant werden. Zu Bitcoin kam ich eigentlich tatsächlich auch über die Bank im allerersten Schritt. Da kann ich mich noch dran erinnern, da gab es eine Vorstandsanfrage 2015 ungefähr. War das, ja, was ist denn dieses Bitcoin? Da gab es einen Economist-Artikel, also es war nicht der erste, sondern einer von vielen Economist-Artikeln über Bitcoin. Vorstand wollte wissen, was ist denn eigentlich Bitcoin? Und da begann eigentlich so die Reise, würde ich mal so ganz grob sagen, weil am Anfang natürlich versucht man das so ein bisschen zu recherchieren. Kommt man natürlich nicht weit, wenn man einfach mal nur so einen Economist-Artikel da vor sich liegen hat und sonst nichts. Und eigentlich begann dann so die Reise und so richtig in den Kaninchenbau gefallen bin ich dann eigentlich, als ich Jörg kennengelernt habe. Das war, glaube ich, so ein Jahr später, weil dann war es auch mal so, dass man so ein bisschen so eine Guidance hatte, welche Quellen sind denn eigentlich überhaupt gut? An wem muss man sich orientieren? Was muss man sich anschauen? Irgendwann hatte ich dann tatsächlich auch meinen Twitter-Account, was ich vorher nie hatte, einfach nur wegen Bitcoin und so. Und dann begann eigentlich so die ganze Reise. Im Prinzip war das auch so, dass ich eigentlich relativ lange eigentlich da so passiver Beobachter war. Habe mir das halt so Stück für Stück versucht, alles zu verstehen, alle Grundprinzipien.
Und dann mit dem Stock-to-Flow-Modell muss man sagen, hat Plan B halt in so ein Wespennest eigentlich so reingestochen, weil was er eigentlich da gemacht hat, war so klassische Ökonometrie. Also das war was, wo ich auch mal ausnahmsweise den Eindruck hatte, jetzt habe ich mal anderen gegenüber irgendwie einen Wissensvorsprung, weil das habe ich eigentlich alles im Studium gemacht. Also bisher bei Bitcoin war es ja immer so, österreichische Schule hat man im Studium nicht wirklich, so gut wie nicht. Die ganzen Computer-Science-Themen hat man nicht, keine Netzwerktheorie, keine Kryptographie, ist ja klar, im VWL-Studium macht man das jetzt nicht so oft. Und da war es eigentlich immer so, dass man so ja mehr oder weniger so ein bisschen der Underdog war, der halt irgendwie immer nur so versucht hat, mit den anderen mitzukommen. Und dann war das halt, glaube ich, ganz interessant, weil mit dem Stock-to-Flow-Modell, diese ganzen Begrifflichkeiten, Co-Integration und so weiter, das kannte ich alles, hatte ich halt selber auch in meiner Masterarbeit gemacht, sehr ausführlich. Und da war es eigentlich für mich so relativ klar, okay, du hast ja eigentlich die Skills, musst du nur ein bisschen nochmal refreshen, schauen, nochmal die Grundlagen anschauen, was da nochmal so gemacht wird. Und dann könntest du das eigentlich auch mal nachmachen. Und so begann dann so ein bisschen diese zweite Hälfte, würde ich mal sagen, mit dem aktiveren Part, mit dieser ganzen Bitconometrics Phase, würde ich mal sagen, wo man auch selber aktiv richtigen Research betreibt, also dass man Resultate hervorbringt, die genuin sind, die neu sind, oder dass es zumindest mal Sachen sind, wo man sagt, man testet andere Ansätze, andere Paper, also ein viel, viel aktiverer Part. Und das liegt halt daran, dass das halt alles Sachen sind, die wir jetzt sieht man mich in seriös. Ja, da zeige ich im Hintergrund jetzt für die YouTube-Zuseher dann später einfach den Vortrag, den du am irgendwann im Dezember musst, Dezember war das, 2019? Genau, das war im Dezember, da haben wir auch so die ganze Begrifflichkeit mit Econometrics so ein bisschen geprägt, weil es für mich halt sehr interessant war zu sehen, dass es jetzt so einen ganz spezifischen ökonometrischen Ansatz gibt in Bitcoin, weil man sagt, man nimmt die klassischen Tools, die man in der Statistik hat und in Ökonometrie hat, dazu gehört zum Beispiel Co-Integration und so weiter, und wendet die dann an auf Phänomene in Bitcoin, aber schon auch immer mit dieser gleichen Prämisse wie bei der Ökonometrie, dass man zunächst einmal davor durch ökonomische Überlegungen Hypothesen abgeleitet hat. Also nicht einfach nur blind reingehen und sagen, okay, ich versuche jetzt irgendwie den Bitcoin-Preis zu erklären mit irgendetwas und hau einfach alle Variablen rein, die mir gerade irgendwie auf Coinmetrics die ich auf Coinmetrics dann sehe, sondern dass man wirklich sagt, okay, gut, ich mache mir erstmal Überlegungen, in dem Fall jetzt über die österreichische Schule kommend, was ist relevant für gutes Geld, was könnten da so zentrale Faktoren sein. Dann im Stock-to-Flow-Modell ist es, dass man sagt, okay, die Härte spielt irgendwie eine größere Rolle. Dann überlegt man sich, okay, wie kann ich das quantifizieren? Da kommt dann dieses Stock-to-Flow-Ratio ins Spiel. Und dann wendet man erst dann die ganzen statistischen Verfahren an, die man halt so, keine Ahnung, also Co-Integration kommt ja aus den 80er Jahren, das ist jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie vor 2 Jahren entwickelt wurde. Das sind eigentlich so Standardverfahren aus der Zeitreihenanalyse. Und dieser Ansatz ist halt sehr, sehr ähnlich wie in der Ökonometrie, wo man halt vielleicht mit anderen Denkschulen teilweise dann arbeitet, aber nichtsdestotrotz immer erstmal Überlegungen anstellt und die dann statistisch testet. Und deswegen kam ich dann so ein bisschen mit diesem Begriff Bitconometrics dann um die Ecke, die anscheinend auch anderen ganz gut gefallen hat dann. Jörg, magst du dich ein bisschen vorstellen? Ja, ich habe mich schon 2005 in meinem Studium mit dezentralen Netzwerken beschäftigt und aufgrund dieser fehlenden zentralen Autorität natürlich mit dem zentralen Mechanismus, der so ein Netzwerk zusammenhält. Und daher kannte ich einige der Probleme, die Bitcoin löst, schon bevor es Bitcoin gab, was mir dann relativ einfacher gemacht hat, ich glaube 2010 irgendwann,
zu sehen, dass da an Bitcoin irgendwas Sinnvolles dran ist, ja, so auf dem Level. Also man hat da grob erkannt, ah, da ist was, ja, aber man konnte es noch nicht so richtig scharf definieren, was das ist. Und dann war natürlich immer klar, zumindest für mich, Bitcoin ist nur interessant, wenn es schafft, den Test der Zeit zu überleben und in seiner Endkonsequenz, ich sag mal, binär von 0 auf 1 geht. Also sowohl im Wert als auch in der Verbreitung, also 100% sozusagen. Oder ein anderes Wort, diese Total Achievable Market, also von 100%. Und da ist natürlich die Frage, wie kann etwas, was keinen Wert hat, auf 100% gehen? Ja? Wie sieht der Pfad aus? Ist das linear? Ist das exponentiell? Ist das so eine Sigmoid-Function? Und ich habe, glaube ich, 2015 schon damit beschäftigt und versucht, die Growth Rate von Bitcoin, also von dem Netzwerk und dann abgebildet im Wert, zu ermitteln und habe aber immer gemerkt, dass die Growth Rate sich ständig ändert, sozusagen. Also man konnte zwar erahnen oder erspüren, dass dann exponentielles Wachstum dahinter steckt, aber die Funktion, wie das erfolgt, blieb mir verborgen. Und die ganzen anderen Geschichten, die es jetzt zur Wertbestimmung oder um das zu verfolgen gab, das war halt alles diese Technical Analysis, TA, die ja immer auf irgendwelchen Preisdaten der Vergangenheit basiert und darauf versucht, irgendwelche Muster abzuleiten. Und das war extrem unbefriedigend für mich, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass das zielführend ist. Und als dann Stock to Flow von Saifedean Ammous quasi erstmal formell oder qualitativ beschrieben wurde, dann hat es sofort Sinn gemacht. Ohne dass man das jetzt vielleicht lange recherchieren musste, das hat sofort eingeleuchtet. Und als dann das Stock-to-Flow-Modell aufgetaucht ist, war ich davon fasziniert, weil der Flow halt exogen ist, der ist vorgegeben. Das ist halt nichts, was sozusagen die Teilnehmer an dem Netzwerk in irgendeiner Form wesentlich beeinflussen könnten. Und da war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist schon relevant. Ja, und das müsste man jetzt verstehen. Und da hatte ich zum Glück Manuel, der mir Co-Integration erklären konnte. Also das, was man eigentlich so wenn man sich den Chart und das Modell anschaut, sofort sieht, dass da eine Beziehung, also sehr eng geknüpfte Beziehung da ist. Dass es da aus der Statistik, wie gesagt, aus den 80ern wirklich mathematische Tests gibt, die das auch belegen. Was es für eine gewisse Gruppe von Menschen, die wirklich nur auf Zahlen schauen oder in Zahlen trainiert sind, so ein Trigger ist, zu sagen, ah, jetzt beschäftige ich mich vielleicht doch mal mit Bitcoin. Ne? Also das ist im Prinzip das Interessante. Für mich ist es ein weiteres Tool, um ein schärferes, klareres Bild hinsichtlich dem Pfad, den Bitcoin nimmt, zu sehen. Ja? Aber auch nicht das Allheilmittel jetzt. Für alles, da kann ich später noch ein bisschen was dazu erzählen, was es da noch alles braucht, um wirklich dieses Stock-to-Flow-Model wirklich einordnen zu können. Ja, ich habe auch zum ersten Mal inhaltlich mit dem Stock-to-Flow-Ratio oder Stock-to-Flow-Verhältnis inhaltlich zum ersten Mal in Berührung gekommen, als ich das Buch, eben wie du es schon sagtest, von Saifedean Ammous gelesen habe, der Bitcoin Standard. Wobei er hat, glaube ich, ein oder zweimal einen Denkfehler. Ich habe ihn dann darauf aufmerksam gemacht. Ich glaube, da hat er sich irgendwie, das hat er irgendwie durcheinander gebracht, weil je höher sozusagen das Stock-to-Flow-Ratio ist, desto härter ist auch das Geld, richtig? Und ja. Das wird er hoffentlich in seiner zweiten Edition, in der zweiten Auflage dann korrigiert haben. Vor kurzem habe ich auch ein Interview mit Plan B gehört. Bevor wir da hinein, ich hätte ihn auch gern dabei gehabt bei diesem Gespräch. Er hat gemeint, vielleicht könnten wir das mal nach der nächsten, weil im Moment ist er sehr beschäftigt, aber nach der nächsten Halbierung, also nach dem nächsten Halving oder Halving, ne, wo das quasi die Block Subsidy oder die Blockbelohnung für Bitcoin quasi halbiert wird, von 12,5 auf 6,25. Dass wir dann eventuell da ein gemeinsames Gespräch dann haben.
Das wäre ja ganz toll, wo ein bisschen seinen Input dazu beitragen könnte. Wollen wir zunächst mal die fundamentalen Eigenschaften von Bitcoin, weil ihr sagt sie auch selber, ich weiß nicht, welche von euch beiden im Vortrag gesagt hat, dass das Stock-to-Flow-Ratio und diese Härtegradmessung ja nur bei Bitcoin möglich ist. Warum, also so wie ich es jetzt paraphrasiere, ist, weil es eben ein inelastisches Angebot ist. Können wir ein bisschen so diese fundamentalen monetären Eigenschaften, überhaupt die Eigenschaften von Bitcoin, weil es sowas ja noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, nämlich auch verglichen mit der relativen Knappheit, ich glaube Scarcity würde ich auf Deutsch übersetzen, Knappheit, jemals bestanden hat. Können wir da vielleicht eine Relation herstellen, auch für die durchschnittlichen Zuhörer, Zuhörerinnen? Ja, klar. Also ich habe das ja auch nochmal versucht, in Wien so ein bisschen darzustellen, wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, wenn man das Ganze sieht, wie das Stock-to-Flow-Modell abgeleitet ist, dass man sagt, man fängt ja eigentlich an mit den, sag ich mal, Grundüberzeugungen oder den aus der österreichischen Schule abgeleiteten Erkenntnissen, dass man sagt, was macht gutes Geld aus? Das kann man jetzt in der Liste von 14 Kategorien machen, wie Andy Edstrom in seinem Buch, was auch gut ist, mal das ausführlich zu sehen. Man kann es kürzer machen, so wie Giacomo, glaube ich, ja sogar auf deinem Podcast, mit drei Kategorien, mit Hardness, Darkness, Scaleness. Es wäre jetzt für die einen Moment gar nicht so blöd, mit diesen drei Kategorien zu arbeiten, zumal mir jetzt die 14 wahrscheinlich auch nicht im Kopf einfallen werden. Und dann sieht man, wenn man sagt, okay, man hat jetzt Hardness, wo es wirklich darum geht, dass das Asset nicht einfach beliebigbar vervielfältigbar ist, dass es vielleicht auch nicht zerbricht. Da geht es dann tatsächlich auch darum, dass es jetzt eher in der physischen Welt natürlich, dass es jetzt nicht einfach auseinanderfällt, wie ein Konsumgut zum Beispiel, was halt verderben kann. Aber natürlich vor allem jetzt mit Blick auf Stock-to-Flow wirklich, dann geht es dann darum, dass es sehr schwierig ist, neues Angebot zu produzieren und im Bitcoin-Fall natürlich irgendwann gar nicht mehr möglich ist, überhaupt neue Bitcoin zu kreieren. Dann hat man den Faktor Darkness, was ja Giacomo, glaube ich, auch ganz bewusst so ein bisschen provokativ so genannt hat. Da geht es dann sehr stark darum, dass die Geldeinheiten nicht unterschiedlich voneinander sind, dass eine Geldeinheit nicht anders zu behandeln ist als eine andere, also diese Fungibilität. Und dann geht es natürlich auch um Zensurresistenz, also dass ich eine Transaktion mit dem Geld auch tatsächlich ausüben kann. Da ging es mir ja auch in Wien so ein bisschen darum, das klarzumachen, wenn ein Geld in Anspruch hat, globales Geld sein zu wollen, dann ist es meiner Ansicht nach zumindest eine wichtige Eigenschaft, dass ich auch wirklich global damit Transaktionen durchführen kann, weil sonst ist es einfach logischerweise kein wirkliches globales Geld. Und natürlich auch die Beschlagbarkeit spielt natürlich auch noch eine Rolle, ja, dass man nicht irgendjemand das Geld einfach wegnehmen kann. Scaleness, da geht es dann um so Themen wie die Portabilität, aber auch so einfache Geschichten wie die Teilbarkeit. Das ist natürlich jetzt bei Bitcoin gar kein Problem, aber bei Gold war das ja lange Zeit der Grund dafür, dass es noch Silber gab als kleinen Bruder, weil es eben schwierig war, kleine Day-to-Day-Transactions mit den kleinsten Goldeinheiten zu machen. Und wenn man das so als Ausgangsbasis nimmt, dass man sagt, man hat bestimmte Grundeigenschaften, dann liegt es natürlich nahe zu sagen, okay, jetzt schaue ich mir mal an, welche von diesen Grundeigenschaften sind denn vor allem für die Nachfrage nach Bitcoin, weil es eben ein Geldkandidat eben ist, welche von diesen Grundeigenschaften sind besonders verantwortlich für den Wert von Bitcoin. Ich habe das auch in Wien gesagt, rein theoretisch, rein methodologisch könnte man natürlich jetzt auch sagen, man nimmt noch eine Variable für diese Darkness-Komponente mit rein, ja. Stellt sich natürlich jetzt erstmal die Frage, wie man das macht, methodologisch und so weiter. Aber rein jetzt von einem theoretischen Ansatz könnte man für alle diese drei Grundfeatures könnte man Variablen reinnehmen, die das quantifizieren. Jetzt hat man bei dem Stock-to-Flow-Ansatz gesagt, okay, man nimmt jetzt erst einmal eine Variable nur für die Härte. Und was man dann am Schluss halt sieht, dass damit schon so viel erklärt wird, aktuell zumindest, das kann sich ja in Zukunft ja auch ändern, dass momentan so viel erklärt wird, dass es jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel Sinn macht, noch andere Variablen ins Modell reinzuwerfen. So, das ist ein bisschen der
der Grundansatz. Wenn es jetzt so wäre, dass man zum Beispiel eine tolle Variable hätte für Darkness, dann könnte man das machen. Das hatten wir uns zum Beispiel auch überlegt, zum Beispiel die Anzahl der Coinjoin-Transactions oder sowas zu nehmen. Aber da ist einfach, da ist die Datengrundlage schwierig und da müsste man das wahrscheinlich meiner Ansicht nach auf einer Ebene machen, wo man Länder unterschiedlich vergleicht, weil es natürlich jetzt auf der globalen Ebene untergeht, wohingegen in Ländern, wo eben diese Darkness-Features relevant sind, da könnte es unter Umständen schon so sein, dass man da einen Effekt dann statistisch dann auch ablesen könnte. Aber mir ist es halt so ein bisschen wichtig, dass man nochmal versteht, woher kommt das Ganze, was ist wirklich die unterste Ebene, wie das aufgebaut ist. Und so wie ich jetzt Plan B eigentlich auch bisher verstanden hatte, war das auch so ein bisschen sein, grundsätzlich sein Ansatz, wobei er kommt natürlich aus der Ecke, aus der Investorenecke. Und da muss man halt verstehen, wenn man aus einer Investorenecke kommt, man möchte eigentlich immer ein fundamentales Modell haben für seine Investments. Ja, man möchte ungefähr einen Gradmesser haben, ist gerade das Asset über- und unterbewertet. So ähnlich wie bei Aktien, dass man sagt, okay, gut, man hat ein Cashflow-Modell. Da geht es nicht darum, das wirklich auf die letzte Nachkommastelle korrekt abzugreifen, sondern da geht es einfach nur darum zu sagen, okay, ist das Asset jetzt gerade irgendwie zu teuer oder ist es gerade relativ günstig? Und das war halt seine Herangehensweise. Aber ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass er intuitiv zumindest auch so ein bisschen diesen Weg gegangen ist oder dass man zumindest so darüber denken kann, dass man anfängt, man baut bei den Grundfeatures auf und überlegt sich dann, okay, was sind die Grundfeatures, wie kann ich die quantifizieren und dann geht die statistische Arbeit los. Ich denke, dass man zunächst auch erstmal unterscheiden muss zwischen dem Stock-to-Flow-Ansatz und jetzt dem Stock-to-Flow-Modell. Weil wenn man einfach in der Geschichte der Menschheit zurückschaut, dieser Stock-to-Flow-Ansatz, der steckte in der Wahl jedes Geldes, was wir als Spezies bisher verwendet hatten, indirekt drin, ohne dass man die Funktionen gesehen hat oder auch gerechnet hat sozusagen. Weil einfach über die natürliche Auslese diejenigen, die das weichere Geld gewählt haben als Gegenleistung für ihre Arbeit oder ihren Anteil an der arbeitsteiligen Gesellschaft, die sind halt einfach... ja, die haben verloren sozusagen. Also im Worst Case sind die ausgestorben, die da die falsche Wahl getroffen haben. Und was du jetzt sagst, dass es erstmalig mit Bitcoin möglich ist, da überhaupt ein Modell zu rechnen, ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Also bei Gold haben, so wie ich Manuel verstanden habe, haben das schon einige lange gemacht. Aber der Unterschied ist, da hatte man halt nur jährliche Daten. Also man hatte jedes Jahr nur einen Datenpunkt. Und bei Bitcoin haben wir alle 10 Minuten einen Datenpunkt. Das sind mehr als 50.000 Datenpunkte pro Jahr, wo man jetzt natürlich für die kurze Zeit, die es existiert, ein viel besseres Modell entwickeln kann, was genauer ist oder in einer kürzeren Zeit sozusagen zu einer höheren Genauigkeit führt. Und ist es transparenter, Jörg? Weil im Vergleich zu Gold, weil ich meine, bei Gold kann ich mich nur auf offizielle Zahlen berufen oder darauf verlassen. Ja, Gold dauert halt länger, ehe man in diesem Trial-and-Error-Prinzip, wenn man sich für Gold als Wertspeicher entscheidet, herauszufinden, ob man richtig liegt sozusagen, wenn man sich auf die Zahlen nicht verlassen kann. Ja? Deswegen braucht es da Generationen. Und dann setzt sich aber sowas fest als Wissen. Ja? Dann bekommt man das von seinen Großeltern schon mitgegeben. Gold ist was, das bleibt sozusagen. Ja? Das hat dann Generationen gedauert und wir sind jetzt aber an einem Punkt, wo wir die Monetarisierung von einem Asset in Lichtgeschwindigkeit quasi erleben. Und da stellt sich natürlich jeder die Frage, ist das nur ein Hype, ist das nur eine Bubble oder ist da fundamental was Ernsthaftes dahinter? So, und jetzt kommen wir aber zu dem Stock-to-Flow-Modell. Und wenn man sich damit beschäftigt, stellt man fest, das eine Modell gibt es nicht. Da gibt's, kann eigentlich jeder sein eigenes Modell machen. Weil vielleicht will Manuel mal kurz erklären, grundlegend, wie sich dieser Stock-to-Flow-Faktor berechnet, oder vielleicht hast du auch noch einen Screenshot, wo wir die Formel sehen. Also ich kann mal grundsätzlich das mal so darlegen. Also im Grunde genommen ist es ja keine wahnsinnig komplexe Regression am Schluss.
Ich glaube, da genau in der Präsentation, wenn du ein bisschen vorgehst. Ja, ich suche es ein bisschen. Ist es weiter vorne? Nee, da kommt irgendwann so ein kommt noch ein bisschen. Da kommt dann so ein, genau, das ist zum Beispiel hier, das kannst du mal lassen. Okay. Das sieht man, man macht wirklich eine ganz einfache Regression. Das ist die oberste Zeile, das ist so der Starter-Command, Reg für eine Regression rechnen. Man sieht hier an diesem LNMC, da geht es dann darum, dass es der Market Cap ist, aber nicht der eigentliche Market Cap, sondern der Logarithmus davon. Und Stock-to-Flow wird auch logarithmiert, um halt das Ganze in eine lineare Welt zu bringen. Weil was wir ja machen ist, wir wenden mit dieser linearen Regression, diese OLS-Regression, die funktioniert natürlich nur, wenn der eigentlich wahre Zusammenhang, den es irgendwo im Universum da draußen gibt, wenn der tatsächlich auch linear ist. Und wenn natürlich die Charts schon überhaupt nicht linear aussehen, dann muss man also auch nicht unbedingt anfangen, mit OLS zu agieren. Und dementsprechend hat man erstmal den Logarithmus genommen, weil man dann sieht, dass der Zusammenhang sehr linear aussieht. Und was man dann eigentlich hat, ist relativ einfach. Man hat dann einen Koeffizienten. Das ist hier diese 3,4999. Und dann hat man eine Konstante, die hat man in jedem Regressionsmodell auch. Mhm. Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Manuel, ja. Weil ich habe in dem Interview mit Plan B und Pomp oder Anthony Pomp, ich hatte schon mal davon gehört, immer wieder, aber ich habe es nicht verstanden, die Sharpe Ratio. Er hat gemeint, dass Bitcoin das einzige Gut ist oder die einzige Wertanlage, dass einen höheren Sharpe Ratio als 1 hat. Hat das irgendeinen Bezug oder irgendeinen Connex? Die Sharpe Ratio. Also in diesem ehrlicherweise, also man sieht natürlich die Exponentialität von Bitcoin, sieht man ja darin, dass vielleicht das geht so ein bisschen in die Richtung. Man sieht ja jetzt hier, man hat einen Koeffizienten ungefähr von 3,5. Man kann jetzt unterschiedliche Schätzverfahren anwenden, die ein bisschen komplizierter sind als reine OLS. Dann hat man mal einen Wert von 3,3, 3,4. Aber was man dann halt sieht, wenn man diese Koeffizienten geschätzt hat in dem logarithmierten Modell und bringt das alles wieder in den linearen Space zurück, dann sieht man, ob ich 3,3, 3,4 oder 3,5 nehme, kann einen Unterschied für den Preis nach dem Halving ausmachen von 50, 60, 70 bis 120.000, je nachdem, was es genau ist. Und da sieht man halt so diese exponentielle Wucht, die halt dahinter steckt, wenn man natürlich mit einem monetären Asset zu tun hat, was halt einen Addressable Market hat, der im Deutschen gesagt im Billionenbereich ist. Und die Sharpe Ratio, würde ich halt sagen, kommt dadurch zustande, die hohe Sharpe Ratio, weil man eben diese unheimliche Rendite halt generieren kann. Dadurch, dass ich natürlich nicht wie bei Amazon sage, okay, gut, ich bin jetzt zwar ein internetnatives Unternehmen, habe einen großen Markt, bei einem monetären Asset ist der Markt halt wahnsinnig groß und dementsprechend kann es dann eben dazu führen, dass man eine extrem hohe Rendite hat und dann aber natürlich nichtsdestotrotz auch eine sehr hohe Risikokomponente, die ja in der Sharpe Ratio ist es ja so, oben ist Rendite geteilt durch ein Risikomaß und klar, selbst wenn man dann 80% Drawdown hat, also sprich vom Top bis ganz unten, 80% geht es ganz nach unten und man hat aber trotzdem eine unheimlich große Rendite, dann kann man natürlich trotzdem noch eine relativ hohe Sharpe Ratio haben. Und vielleicht noch ganz kurz zu diesem Chart, was wir jetzt da sehen mit den OLS-Output. Das ist natürlich jetzt eigentlich so die ganz große Krux an dem ganzen Modell jetzt auch gewesen, aus der statistischen Perspektive, weil dieses R-Squared, das jetzt hier relativ hoch ist mit 95, ist an sich völlig unaussagekräftig, weil man zunächst einmal wissen muss, ob diese Regression, die man da gerechnet hat, wirklich Signifikanz hat im Sinne dessen, dass immer, wenn man mit Time-Series-Daten arbeitet, kann es immer sein, dass man nur so zufällige Zeittrends abgreift.
Und die können gerade im logarithmischen Bereich, können die noch mal stärker sein. Also wenn man auch das Modell im nicht-logarithmischen Bereich schätzt, also linear, dann ist es r squared auch schon deutlich geringer. Also man hat quasi so zwei Faktoren, die das Ganze nach oben treiben könnten, relativ künstlich. Einmal einfach nur Zeittrends, die, wo einfach die beiden Variablen zufällig über die Zeit einen ähnlichen Trend aufweisen und dass es halt im Log-Space abläuft. Und da deshalb ist es jetzt so wichtig, dass man diese Conjugation ein bisschen grundsätzlich versteht, beziehungsweise zumindest versteht, warum die relevant ist. Weil auch der Hintergrund von Conjugation war eben genau diese Problematik, dass man relativ viele Zeitreihenanalysen hatte in den 80er Jahren und eigentlich nie so genau wusste, ob das jetzt eigentlich völliger Mumpitz ist, was man da macht oder nicht. Man hat, also vielleicht ist es ganz interessant, so ein bisschen nochmal zu verstehen, dass eigentlich die Conjugation-Tests daher kamen, zu verstehen, ob man eine Spurious Regression hat oder nicht. Weil der Punkt ist, wenn man Conjugation hat, dann ist man sozusagen safe, dann ist diese Regression aussagekräftig und das kann man dann auch mathematisch beweisen und so weiter. Aber das ist vielleicht der grundsätzliche Ansatz gewesen, zu sagen, okay, man möchte differenzieren zwischen Regressionen, die aussagekräftig sind und die nicht aussagekräftig sind. Und vielleicht an der Stelle mal kurz zumindest eine gewisse Intuition, was Conjugation macht oder was die Tester machen. Es geht eigentlich immer darum, dass man die sogenannten Residuen anschaut. Residuen sind nichts anderes wie, man hat einen Modellpreis jetzt in dem Fall und man hat den tatsächlichen Preis. Und diese Differenz sind die Residuen. Und was man eigentlich bei allen Konjugationstests macht, ist, dass man analysiert, wie diese Residuen aussehen. Und wenn die so, also wenn die jetzt so relativ well-behaved, sagt man, aussehen, sprich, dass die Residuen nicht irgendwie exorbitant groß werden und immer größer werden über die Zeit, sondern dass sie mal größer sind, mal kleiner sind, aber dass sie um einen konstanten Wert eigentlich so mehr oder weniger schwanken, also um Null in dem Fall, dann sagt man, dass man Conjugation, also so ein bisschen das Formalere, die Intuition, auf ein bisschen intuitiver gesprochen ist es so, dass man zwar zwei zufällige Prozesse haben kann, die aber trotzdem irgendwie miteinander verbunden sind. Und da gibt es halt immer dieses klassische Beispiel, was ich aber eigentlich ganz gut finde, zur Erläuterung mit dem Betrunkenen und mit dem Hund, wo man sagt, die könnten jetzt auch einfach zufällige Prozesse sein. Der eine, also der Betrunkene, läuft irgendwo durch die Stadt betrunken, mal links, mal rechts, Zickzackkurs, der Hund sucht keine Ahnung was in der Stadt. Und wenn man jetzt eine Regression laufen lassen würde auf diese beiden Zeitreihen, ja, also sprich der Verlauf oder der Ort innerhalb der Stadt, da könnte es durchaus sein, dass die beiden am Ende des Tages einen statistisch relevanten Zusammenhang aufweisen, obwohl sie natürlich nicht zusammengehören. Das wäre sozusagen der Spurious Regression-Fall. Und dann hat man den Fall, dass der Hund, wie jetzt hier in dem Bild zu sehen ist, dem Betrunkenen gehört und deshalb an der Leine ist und die erneut so ein bisschen wild durch die Stadt laufen, aber der Hund kann nie komplett weggehen von dem Betrunkenen, sondern kommt dann immer wieder zurück und ist eben durch die Leine limitiert. Und das ist dann eben der Konjugationsfall. Und das ist auch für mich eigentlich das Entscheidende jetzt aus dieser ganzen Stock-to-Flow-Modell-Diskussion des letzten Jahres, dass die Halvings nicht nur ein Marketing-Event sind, also wo quasi die Welt hört, hier wird jetzt wieder was halbiert und das gibt es halt sonst nicht. Und dass aber danach, wenn der Marketing-Effekt vorbei ist, der Preis wieder auf irgendwas anderes zurückfällt. Und durch die Co-Integration heißt das aber, dass wenn der Stock-to-Flow-Wert steigt und da ist es jetzt ein bisschen aus meiner Sicht egal, ob der jetzt 25,7 oder 26 oder 26,1 ist, weil da unterscheidet sich jedes Modell, ob man jetzt davon berücksichtigt, ob die ersten circa eine Million Bitcoin, die Satoshi oder die Gruppe um Satoshi geschürft hat, ob die noch quasi im Markt vorhanden sind oder ob die unwiederbringbar verloren sind. Danach unterscheidet sich dieser Stock-to-Flow-Modellwert minimal. Ja, ich habe das mal auf der jährlichen Basis
zurückgerechnet, wie das sich entwickelt hat. Also im ersten Jahr 2009 war der 0, der Stock-to-Flow-Wert, dann 2010 war er 1, 2011 war er 2, 2012 war er 3, dann springt er mit dem ersten Halving auf 8, dann im nächsten Jahr auf 9, auf 10, auf 11 und 2016 ist er dann auf 20 oder 21 gesprungen, sodass wir jetzt bei 25, 26 ungefähr sind. Und wie viel die sich im Nachkommastelle unterscheiden, ist relativ irrelevant in der Hinsicht. Klar ist, dass es einen sehr gut erklärbaren Pfad gibt, wie Bitcoin zum härtesten Asset auf dem Planeten sich entwickelt. Und das passiert halt in den nächsten 5 Jahren, sagen wir mal so. Und ob der dann 100 oder 102 ist, ist völlig, an dem Punkt dann völlig irrelevant. Es ist einfach dann das härteste und liquideste Asset, was zur Verfügung steht und was allen zur Verfügung steht. Und es würde der menschlichen Natur extrem widersprechen, wenn das niemand als das Tauschmittel wählen würde, weil das halt das stabilste Tauschmittel dann ist. Und von dem her finde ich, dass das Stock-to-Flow-Modell einen sehr guten Erklärwert für die Vergangenheit hat. Aber die Modellpreise, die da jetzt in der Zukunft rauskommen, da wird es ein bisschen unscharf, je nachdem, mit welchen Annahmen man arbeitet. Und wer das jetzt zum Spekulieren nehmen will, okay. Aber ich denke, dass das Interessante ist, dass wir jetzt wirklich einen klar vorherbaren Pfad haben, wo wir mit Größenordnung rechnen können, was vielleicht so das fehlende Puzzlestück war, wie sich die Welt ändern kann oder wie wir in diese Bitcoin-Dominanz oder Hyper-Bitcoinization-Welt wechseln können, weil jeder kann jetzt sozusagen Annahmen treffen, wenn er investiert, dann muss er da einen Return hinbekommen, der Bitcoin schlägt, weil ansonsten lohnt es sich nicht. Ansonsten kann ich auch 4 Jahre hodeln, sozusagen, um meine Investitionsziele zu erreichen. Und das ist, glaube ich, eine super Funktion, dass es nicht zu Chaos in der Welt führt. Weil jeder, der eine gute Idee hat, die wirklich das Investment wert ist, der wird da auch immer noch einen höheren Return rausbekommen als alle anderen, die einfach nur Bitcoin halten. Aber es ist halt nicht dieses Chaos, von dem viele fürchten, weil wenn Bitcoin von heute auf morgen von 0 auf 1 springen wird, also im Wert, ja, dass jeglicher Wert auf dem Planeten in Bitcoin abgebildet ist, dann ist das wie, als hätten wir einmal Roulette gespielt. Ja, es wäre super Chaos, weil Leute, die ihr ganzes Leben lang Wert beigetragen haben, die sind durch diesen Zufallsmechanismus mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vernichtet sozusagen. Ja, und dadurch, dass wir jetzt diese stabile Funktion haben, die uns den Weg in die Zukunft zeigt, ob das jetzt nun nächstes Jahr 50.000, 80.000 oder 90.000 sind, ist relativ egal, aber man hat jetzt zumindest den Pfad vor Augen und jeder kann danach planen. Das finde ich ganz, ganz spannend daran. Also jetzt das Modell zum Traden nehmen und darauf zu spekulieren, finde ich relativ riskant, weil es halt je weiter man in Zukunft geht, desto unschärfer wird, wo man da landet. Mhm. Ich bin ja vor kurzem von der Crypto Economics Conference in Hanoi zurückgekommen. Ich weiß nicht, ob euch der Name Eric Vasquill ein Begriff ist. Kennt ihr den? Habt ihr schon mal gehört? Ja, Eric Vasquill. Und ich hatte vorgeschlagen, dass sich die beiden mal austauschen, der Plan B und der Eric Vasquill, weil der Eric Vasquill ist ein sehr, ich mag ihn sehr, er ist ein sehr rigid, rationaler Mensch mit seinem, er nennt sich auch selbst ein rationaler Ökonom. Und er hat dann irgendwie auf Twitter hatte Eric Vasquill kommentiert, lass mich das kurz zeigen, da schreibt er, ich übersetze es jetzt auf Deutsch, ich bin nur interessiert in eine Klarheitsfest oder Feststellung, tut dieses Modell von Plan B den Preis vorhersagen, weil Vorhersagen oder Prediction ist der Zweck und der Sinn eines Modells und offensichtlich oder für ihn ist es offensichtlich, dass es nicht so dem so sei und jegliche Aussagen diesbezüglich sind bestenfalls zweideutig. Ich weiß nicht, was er jetzt genau damit meint, aber es wäre halt der ganze Sinn dieses Hin- und Her-Twitterns wäre halt gewesen, dass sich die beiden mal austauschen
was ich jetzt bezweifle, es zustande kommt. Ich habe eine andere Frage. Ich meine, wenn, wie wir... Ganz kurz was dazu ja, sagen, da ist schon ein bisschen viel Quatsch drin in dem Tweet. Also die Funktion eines Modells ist nicht die Vorhersage. Also oder es ist nicht so deterministisch zu sagen, ein Modell, der einzige Grund für ein Modell ist die Vorhersage, sondern grundsätzlich in der Ökonomie allgemein und vor allem in der Ökonometrie ist so der Vergleich ein Modell mit einer Landkarte. Ja. Wenn man jetzt hier wandern gehen möchte, hier zum Beispiel am Tegernsee in der Nähe von München, dann wird man, klar hat man mittlerweile Google Maps Satellite-Funktion, aber die nutzt ja eigentlich keiner. Ja. Man nutzt dann immer noch mal ein bisschen eine Abstraktion, wo man jetzt nicht jedes Detail sehen will, weil sonst würde man sich ja völlig da von der Komplexität da überwältigen lassen, sondern man versucht ja immer eine Abstraktion zu haben, um die Welt besser zu verstehen. Und das ist, sage ich mal, die Grundfunktion eines Modells. Ob das jetzt ein ökonometrisches Modell ist oder ein ökonomisches Modell, man ist ganz so, dass man bewusst abstrahiert, um die Welt besser zu verstehen. Und das ist ja das, was Jörg auch vorhin meinte, dass das jetzt halt ein weiterer didaktischer Ansatz ist, um Bitcoin besser zu verstehen. Und das ist für mich, glaube ich, auch so einer der Hauptbenefits des Modells. Und das habe ich auch bei mir selber gemerkt, als ich mich damit beschäftigt habe, dass man halt nochmal durch diese ganzen quantitativen Kalkulationen und dann natürlich auch mit der Frage, ja, was ist denn nach ein, zwei Halvings, einfach qualitativ im Kopf nochmal deutlich klarer wird. Okay, es steigt dann in eine Sphäre, die wir davor noch niemals gesehen haben. Ohne dass wir jetzt dann unbedingt sagen, okay, dann ist es jetzt 10 Billionen Punkt 3,4 wert, sondern einfach nur nochmal im Kopf so ein oder zwei Synapsen, die nochmal miteinander verbunden werden, um zu verstehen, okay, das ist dann viel, viel härter als Gold und es war auch gar, und warum war das nicht möglich mit Gold und so weiter, können wir vielleicht auch noch dazu kommen, aber das ist, glaube ich, einfach schon mal eine grundsätzlich falsche Aussage, sondern ich würde mal sagen, der Hauptbenefit des Dr. Flow-Modells ist wirklich, Bitcoin besser zu verstehen und die alle damit verbundenen Aspekte, Geldpolitik, Difficulty Adjustment und so weiter, nochmal reinzuhämmern im Kopf, warum ist es so und so. Also das ist für mich, sage ich mal, größtenteils ist es eine zusätzliche Heuristik, um Bitcoin besser zu verstehen. Aber natürlich dient es auch so ein bisschen den, das habe ich ja auch versucht, in Wien nochmal ein bisschen klar zu machen, dient es halt mal so einer groben Verortung, zu sagen, okay, wenn ich jetzt ein Stock-to-Flow-Asset habe von 50, was ist es ungefähr wert? Ist es jetzt 1 Euro oder Dollar oder was auch immer wert? Oder ist es eher im Milliardenbereich, ist es im Billionenbereich? Und was ist dann danach? Also wirklich nur so diese ganz grobe Kategorisierung. Und ich glaube, wenn man so rangeht, dann bringt es eigentlich allen Mehrwert. Wo ich jetzt auch so ein bisschen mir schwer tue, bei dem Punkt, inwiefern bringt mir das jetzt was beim taktischen Trading? Ja, also wenn man jetzt sagt, okay, immer wenn jetzt, da müsste man noch anschauen, ob das, müssen wir mal ein Backtesting machen, ob das zumindest in der Vergangenheit funktioniert hat, dass man, wenn man so ein aktives Hodling betrieben hätte, dass man mehr kauft, wenn der Wert, also der aktuelle Preis unter dem Stock-to-Flow-Wert ist, also dem Modellpreis, wenn man da mehr kauft und weniger kauft, wenn es darüber liegt, müsste man mal ein Backtesting machen, ob das so ist. Kann sein, ist natürlich immer die Frage, ob es in der Zukunft dann noch so ist. Ich würde mal sagen, die meisten, für die meisten Trader ist es sicherlich eine Orientierung und kann ihnen vielleicht helfen, um ein Gefühl zu bekommen, ob man jetzt gerade, so sehe ich das jetzt halt persönlich, dass ja die Abweichung vom Stock-to-Flow-Wert so ein bisschen Gradmesse ist für die Animal Spirits, dass man sagt, okay, gut, je weiter man sich vom Stock-to-Flow-Wert entfernt, also vom Modellpreis des Stock-to-Flow-Modells, desto stärker sind gerade die Animal Spirits. Und das sieht man jetzt aktuell ja eigentlich auch relativ schön. Und sieht man natürlich dann auch in dieser Euphoriephase im Bullrun dann auch. Und ich würde sagen, wenn man so das Ganze nimmt, dann kann es auf jeden Fall Vorteile mit sich bringen. Wenn man natürlich hingeht und sagt, okay, ich möchte jetzt exakt den Preis prognostizieren in einem Jahr, dann wird es nicht funktionieren. Nee, ich denke auch, dass in einem Jahr, wenn sich das Dr. Flow-Modell weiterhin als
haltbar erwiesen hat, die ersten Stock-to-Flow-Scams auftauchen werden. Weil es ist für mich ein leichtes, eine Cryptocurrency zu designen, die auf dem Papier schneller auf einen höheren Stock-to-Flow-Wert kommt als Bitcoin. Ja? Beziehungsweise haben wir die eigentlich schon. Ja? Ich wollte gerade sagen, das haben wir ja schon mit Decreed und sowas. So wie Ripple, IOTA. Also überall, wo ein 100% Pre-Mine war, ist ja der Flow null. Das heißt, wir haben auf dem Papier einen extrem hohen Bestand und einen Flow von null. Also der Wert, wenn man das in die Formel einsetzt, ist unendlich. Sozusagen. Aber der Markt ist hier der Richter. Ja? Der Markt entscheidet, wie zuverlässig ist dieser Papierwert des Stock-to-Flow. Weil wenn eine große signifikante Menge nur in der Kontrolle einer einzelnen Entität oder einer Gruppe ist, interessiert sich ja nicht der Markt für den theoretischen Flow, sondern für den genauen Verlauf, wann diese Gruppe diese Liquidität auf den Markt wirft, sozusagen. Und da kann ich nicht in die Gehirne der Beteiligten reinschauen. Das ist also eine große Unbekannte. Das heißt, der Wert aus Bitcoin kommt nicht aus der Zahl 21 Millionen oder jetzt aus der 25,7, die wir beim Stock-to-Flow-Faktor haben, sondern der Wert kommt aus der Vorhersagbarkeit des zukünftigen Flow für alle Einzelnen, also für alle Marktteilnehmer. Und da gibt es halt neben Bitcoin nichts, was so eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass dieser Papierwert, den wir da ausrechnen können, für die Zukunft auch eintritt. Ja? Und das Modell erlaubt uns jetzt Annahmen zu machen oder solche Verbindungen von Wenn-Dann-Aussagen. Also wenn Bitcoin in 5 Jahren noch existiert, wenn Bitcoin weiterhin das Netzwerk mit dem größten Energieverbrauch ist oder klingt ein bisschen schlecht, sagen wir mal, das Netzwerk, was die größte Energie an sich binden kann. Und das kommt noch dazu, die Entwicklung, die Geldmengeninflation im Dollar in dem Rahmen ist, wie wir es die letzten 10 Jahre vielleicht hatten, dann kann es nicht den Wert haben, den es jetzt hat, sondern muss eine Größenordnung mehr sein. Mhm. So ungefähr. Aber sobald eine dieser Annahmen nicht zutrifft, wenn jetzt zum Beispiel die Geldmengeninflation im Dollar massiv zunimmt, passt dieses Modell, was wir da aktuell haben, auch nicht. Ja. Und ab einem gewissen Punkt, wenn die Liquidität im Bitcoin-Markt so groß ist, dass es ähnlich auf einer Menge wie Gold ist von der Marktkapitalisierung, und da es ja kein schuldenbasiertes Asset ist, sondern wirklich ein Bearer-Instrument, macht es dann auch für die Welt keinen Sinn mehr, dieses Asset in einem anderen Geld auszudrücken. Also ich werde weiterhin eine Wechselrate, also einen Wechselkurs haben zwischen Dollar und Bitcoin, aber die Market Cap in Dollar anzugeben, das ist wie wenn wir jetzt schauen, ja, wie viel ist denn der Euroraum in Bolivar wert? Also das hat keine Relevanz für irgendjemanden von uns. Und wenn das Modell nur einigermaßen so weiterläuft, wie es jetzt ist, dann sind wir in 2 Halvings an dem Punkt, wo die Welt umdenkt, wo dann sozusagen Preise in Bitcoin bemessen werden. Weil das und somit in Kaufkraft. Ich glaube, das ist etwas, was ich glaube, die durchschnittlichen Menschen eher was damit anfangen können, die Kaufkraftsteigerung, anstatt jetzt in irgendeinem Fiat oder Wert das immer auszudrücken, würde das Sinn machen. Ja, ich glaube, der Parker Lewis hat das auch ganz gut letztens in einem Blogartikel beschrieben, dass Bitcoin quasi dann das Maß ist, was sich am wenigsten ändert und deswegen am besten als Maßband für Werte sozusagen eignet. Also man müsste sich vorstellen, wir hätten nicht das metrische System, wie es jetzt ist, dass der Meter aufgrund von exogenen Eigenschaften definiert ist, sondern wir hätten ein Wissenschaftsgremium, was jedes Quartal den Meter neu bestimmt, wie lang er dann ist. Und alle Ingenieure müssten spekulieren, steigt denn der Meter nächstes Quartal oder fällt er? Je nachdem muss ich quasi meine Produkte designen, weil die Menschen halt nach Länge bezahlen. Ja? Und dadurch, dass wir aber dieses metrische System, das ist ja nicht nur der Meter, das ist auch die, wie wir Zeit messen, ist exogen festgelegt, Gewichte, all die Dinge. Und
da sich diese Einheiten nicht mehr ändern, ist es egal, wie groß der Meter ist. Hauptsache, wir haben quasi diese eine Einheit, um Längen zu messen oder um Gewichte zu messen und dass die sich nicht mehr ändert über die Zeit. Und Bitcoin entwickelt sich halt in ein ähnliches Maß oder Tool, um Werte zu messen. Und diese Einheit, die wir dann zum Messen nehmen, die ändert sich von der Menge her nicht mehr. Und auch der Flow des Assets auf dem Markt ist ziemlich konstant dann. Und das ist der eigentliche Wert davon, dass es dieses Tool gibt, was sich am wenigsten ändert, sozusagen. Ob das jetzt 100, 102, 83, völlig egal, sozusagen. Es ist einfach, es gibt nichts Besseres. Und das wird dazu führen, dass dann sozusagen die Welt umdenkt und sagt, okay, jetzt mache ich meine Wirtschaftlichkeitsrechnung in diesem neuen Tool. Und da an dem Punkt versagt dann das Dr. Flow-Modell, weil es aktuell quasi in Dollar den Preis bemisst. Und deswegen hat es ein Ende sozusagen. Also was viele Kritiker ja sagen, dass das Dr. Flow-Modell gar nicht, rein logisch gar nicht funktionieren kann, weil es dann in 20 Jahren einen so unglaublich hohen Dollarwert hat. Das ist nicht der Punkt von dem Stock-to-Flow-Modell. Also in meiner Sicht ist es, wie kommen wir von 0 zu 1 oder zu 0,8. Ja. Sehr guter Punkt. Was ist überhaupt das Ziel des ganzen Ansatzes? Also ich fand es eigentlich ganz interessant, was du mit den Stock-to-Flow-Scams gesagt hast, weil genau das passiert ja jetzt eigentlich schon. Mein Werkstudent arbeitet ja jetzt an seiner Bachelorarbeit genau daran zu schauen, gibt es überhaupt Konjugationsbeziehungen bei den Altcoins. Und da gibt es zum Beispiel dann schon interessante Sachen, wie zum Beispiel bei Decreed, die dann versuchen zu freeriden und zu sagen, ja, bei uns gibt es auch eine Konjugationsbeziehung. Und dann schaut man aber diesen ganzen Artikel durch und sieht halt nie irgendwelche Konjugationstests. Also ein bisschen fühlt sich das so wieder an wie so ICO-Scam oder sonst irgendwie. Das ist ganz interessant. Und wenn man nochmal überlegt, was vielleicht ein bisschen auf einer qualitativeren Ebene, was hat man denn eigentlich gemacht? Das versuche ich ja immer so ein bisschen rüberzubringen. Man hat ja angefangen, oder man könnte sich zumindest so überlegen, dass man angefangen hat zu sagen, der Härtegrad von Bitcoin ist ausschlaggebend für die Nachfrage nach Bitcoin. Und alle Ergebnisse, die wir dann hatten mit der Conjugation, auch mit den Kausalitätsergebnissen, die man ja auch so ein bisschen testen kann, was treibt was, ja, sieht man dann halt, dass diese Härte eben anscheinend relevant ist. Das heißt, im Umkehrschluss auch, dass die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik sozusagen oder der geldpolitischen Parameter im Protokoll, dass die wirklich da ist, also dass die Leute wirklich daran glauben, dass es nicht veränderbar ist, aber man hat halt so ein bisschen den Eindruck, dass zumindest die Mehrheit der Marktteilnehmer schon in so Etappen denkt, also so von Halving zu Halving, man ist so wie, wenn man so einen Meilenstein erreicht, okay, nächste Halving ist erreicht, die Welt ist nicht zusammengebrochen, also die Bitcoin-Welt ist nicht zusammengebrochen zumindest, es gibt keine negativen Konsequenzen etc. mit den Minern etc. Und dann kann man sagen, okay, anscheinend diese Zeilen, Jörg hat es ja auch schön in seinem Vortrag, da im Dezember ist er da durchgegangen, empfehle ich jedem mal, das mal anzuschauen, wo er da einfach mal durch die relevanten Teile durchgeht, das sind 10 Minuten, die sind sehr oder weniger, glaube ich sogar, wo man wirklich mal versteht, okay, was sind die relevanten Zeilen im Code, die nur die Geldpolitik definieren, und dann sieht man halt, oder der Markt sieht dann halt anscheinend, dass diese Zeilen wie in Stein gemeißelt halt offensichtlich sind, und er möchte halt wohl immer wieder in einer gewissen Periode oder in einem Zeitabstand nochmal so eine Art Test dann halt sehen, die Bitcoin dann bestehen muss und so eine Hürde, über die Bitcoin dann springen muss. Und das Interessante ist, dass es eben gerade bei den Altcoins eben nicht der Fall ist. Also dass man allein statistisch schon das nicht sehen kann. Sprich, dass die meisten Altcoins halt einfach nur so an Bitcoin dranhängen und können wir jetzt in Details gehen, warum, weshalb das so ist, aber Leute sich halt vielleicht nicht richtig informieren etc. Ich erkläre das halt so, dass von dem härtesten Geld kann es nie zu wenig geben, ja, wenn es gut teilbar ist. Und wenn man sich überlegt, wie eine Gesellschaft funktioniert, also die arbeitsteilige Gesellschaft, und wenig Sinn macht, in ein schwächeres oder weicheres Geld sozusagen zu gehen, ist es eigentlich egal, wie viel ich von dem härtesten Geld
bekomme sozusagen. Also ob ich davon weniger bekomme als von dem weicheren Geld. Hauptsache, ich bekomme das und solange es gut teilbar und liquide ist, wird es davon nie zu wenig geben. Also es ist nicht so, dass die 21 Millionen Bitcoin zu wenig sind oder diese 2100 Billionen Einheiten. Also wenn man die in Satoshis ausdrücken würde, das ist nie zu wenig. Also jeder, der da dieses härteste Geld nachfragt, wird immer einen Käufer dafür finden, im Gegensatz zu was anderem, was Wert hat. Und ich glaube, was Manuel gerade noch gesagt hatte zu dem, was viele aktuell noch an dem Stock-to-Flow-Modell bezweifeln, ist, wir haben ja jetzt die Beziehung ausgedrückt zwischen dem Härtegrad, also dem Stock-to-Flow-Faktor und dem Preis. Und da sagen viele, naja, der Preis ergibt sich aber aus der Nachfrage. Hören dann aber auf zu erklären, was treibt die Nachfrage. Und bloß weil die Nachfrage jetzt in dem Stock-to-Flow-Modell nicht als Variable auftaucht, heißt das nicht, dass die Nachfrage nicht aus dem Härtegrad sich ergibt, sozusagen. Also wahrscheinlich, wenn man so eine Formel hätte, die diese drei Dinge hat, dann würden vielleicht noch mehr Leute sagen, ja, okay, macht Sinn. Aber natürlich, im Endeffekt entsteht der Preis oder der Preis bildet sich durch die Nachfrage, aber viele, wie gesagt, hören auf, nachzuforschen oder zu hinterfragen oder zu erklären, ja, was treibt denn die Nachfrage? Und das hat Manuel, glaube ich, ganz gut gesagt, dass der Härtegrad treibt die Nachfrage und daraus bildet sich der Preis. Und ich glaube, das ist ein Grundproblem, was viele Leute, ich meine, es ist ja auch, was heißt Grundproblem? Es ist ja auch nachvollziehbar, weil man jetzt nicht jeden Tag sich überlegt, ja, wie unterscheiden sich jetzt monetäre Güter von Standard-Konsumgütern oder Kapitalgütern und so weiter. Ist ja auch nachvollziehbar, dass man sich jetzt da nicht tagtäglich Gedanken drüber macht, aber man sollte sich vielleicht darüber Gedanken machen, bevor man dann urteilt. Und der Punkt ist eben, bei einem monetären Gut ist es die Besonderheit, dass dieses Angebot einen direkten Effekt hat auf die Nachfrage. Ich habe das ja in Wien so ein bisschen versucht rüberzubringen, so mal die Freundin zu fragen, was den Wert der Designer-Handtasche oder sowas determiniert. Da wird man relativ schnell merken, dass die Supply-Side eine große Rolle spielt, sprich, wie viele andere Frauen haben diese Handtasche. Und so ähnlich ist es so ein bisschen auch bei einem monetären Gut. Da ist es eben so, dass man relativ direkt auf den Supply schaut. Vor allem natürlich auch, wenn es gut perfekt teilbar ist, hat man auch keine Supply Shortages oder sowas. Ja, das wie, keine Ahnung, bei einem Konsumgut oder sowas, wo man sagt, naja, also es gibt nur eine limitierte Anzahl dann an Äpfeln, die man essen kann. Und wenn ein monetäres Gut teilbar ist, dann ist es eben nicht so, dass da, wie Jörg halt völlig zu Recht sagt, plötzlich kein Geld mehr dann da wäre oder sowas. Und das, glaube ich, ist meiner Ansicht nach einer der Hauptprobleme, dass Leute diese Unterscheidung nicht machen, dass sie nicht verstehen, dass ein monetäres Gut anders aufgebaut ist. Ja. Wie gesagt, eingangs ja auch schon gesagt, andere Eigenschaften könnten da auch eine Rolle spielen. Und ich hoffe mal nicht, dass der Darkness-Faktor so schnell relevant wird, aber das könnte natürlich dann der Fall sein, wenn halt sag ich mal, so der legale Status von Bitcoin weltweit in ein anderes, andere Ebene einnimmt oder sowas, ja, und dann spielen solche Sachen natürlich eine stärkere Rolle oder wenn man halt stärker einen Regimewechsel hätte und so weiter, wo man eben stärker angewiesen ist, nicht nur auf dieses harte Asset, sondern eben auch auf diese zweite Komponente von Bitcoin, dass man es eigentlich einfach weggenommen werden kann. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung in den letzten Monaten gewesen, dass die Leute wirklich das grundsätzlich nicht verstehen, dass ein monetäres Gut anders gestrickt ist als andere Güter. Ich glaube, wenn man das noch ein bisschen besser kommunizieren würde, wobei das natürlich auf Twitter passiert, aber Twitter ist jetzt halt auch nicht die ganze Welt, wäre schon der Diskussion sehr geholfen, weil manchmal fehlen einfach die Fundamente für die Diskussion und dann reden die Leute einfach aneinander vorbei. Es gibt ja bestimmte Eigenschaften, ich meine, da kommen gerade im Fall Bitcoin, ist es nicht so, dass die Prinzipien, von denen ja die österreichischen Ökonomen oder die Austrian Economists predigen und träumen, ja so gut wie alle mehr als genug zur Geltung kommen. Ob das jetzt sozusagen das bessere Geld verdrängt, das schlechtere Geld,
die Sellability, glaube ich, heißt das im Englischen sozusagen, die Marktfähigkeit. Oder Wiederverkaufbarkeit. Wiederverkaufbarkeit. Ja, Wiedereintauschbarkeit. Ja. Genau. Und du hast es ja auch die Analogie, mir ist es gut gefallen, also diese grafische Darstellung, supermassive monetäre Gravitation. Ist es nicht so, dass vor allem, okay, wenn wir jetzt mal nochmal zurück ein bisschen zurückspulen zur Stock-to-Flow-Ratio, also das Stock-to-Flow-Verhältnis von Gold ist bei circa 58, okay. Das ja. heißt, wenn in den nächsten Jahren, vor allem in den nächsten Halbierungen, also 2020 im Mai, 2024, 2028, die nächsten Halbierungen, das wird sozusagen das monetäre Gut quasi wird dann immer knapper und knapper. Kann es sein, dass durch die simultane exponentielle Adoptionsrate, also ich bin ja ein großer Fan von Auto-DCA, also die stetige quasi Akkumulation von Satoshis oder Bitcoin, unabhängig vom Preis, einfach zu akkumulieren, wenn das immer mehr Menschen machen, kann man da jetzt eine andere Betrachtungsweise hineinbringen? Sozusagen, dass das noch, also sozusagen eine Art schwarzer Schwaneffekt da noch hinzukommt? Also ich denke, was interessant ist an dem Stock-to-Flow-Modell, wenn es hält, ist, dass der Preis auch nicht übertreiben kann. Also was in 2017 im Dezember passiert ist, dass das nicht stabil ist. Also wer jetzt denkt, dass er möglichst schnell sozusagen alle anderen frontrunnen kann und jetzt sein gesamtes Vermögen, wenn er viel hat, also vielleicht irgendwelche extremen Superreichen, sich jetzt alles da in Bitcoin stecken und der Preis dann, natürlich treiben sie dann durch die erhöhte Nachfrage den Preis nach oben, dass der Preis dann dort bleibt, der hat sich getäuscht, weil es gibt halt die Hodler sozusagen, die dann ihr Ziel ja schon viel schneller erreicht haben. Das heißt, der Preis fällt wieder korrigiert wieder sozusagen auf das natürliche Gleichgewicht zwischen dem Wert von Geld und dem Wert von Konsumgütern oder Produktionsgütern. Ja. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt eine relativ stabile Funktion, die für alle gleich ist. Ja. Also wer jetzt denkt, dass er schnell ist, der kauft ja seine eigenen Coins dann zu teuer und muss auch trotzdem genauso lange hodeln, bis der Bitcoin-Preis dann wirklich auf einem stabilen Niveau sozusagen angekommen ist. Also eigentlich können wir alle nur gleich schnell jetzt diese Transition vollziehen. Also wird jetzt und aus meiner Sicht zu mehrfachen Liquidität bei mir. Ich meine zu exponentiellen Liquidität und zu Marktvolumen. Genau. Genau. Mhm. Aber die wächst stetig halt und jetzt in einem gewissen Maß vorhersagbar. Und das ist, für den Markt ist das eine super, das ist eigentlich der eigentliche Wert. Das ist für den Märkte sind Informationsnetzwerke und Gewissheit oder hohe Wahrscheinlichkeit ist das, was Märkte schätzen. Ja? Keiner wird ein Auto kaufen, wenn ich weiß, das hält nur 3 Tage sozusagen. Ein wertvolles Auto hält mindestens die Zeit, die es auch nutzen wird, sozusagen. Und das ist eine stabile Information. Und genauso verhält sich es bei Bitcoin, dass man halt jetzt weiß, der bewegt sich jetzt stabil durch die Zeit und wir können nicht großartig davon abweichen. Mhm. Ja. Okay. Damit wir in die Abschlussrunde kommen, habt ihr den Eindruck, dass nach euren Präsentationen oder nach dieser quasi Bearbeitung des Themas Dr. Flo, dass jetzt immer mehr, sage ich mal, Experten, Expertinnen aus dem Finanz-, Investment-, Bankenbereich da jetzt hellhöriger werden oder jetzt besser verstehen durch den Wert, das Fundament quasi von Bitcoin besser verstehen? Also ich hatte ja, grundsätzlich ist es halt so, dass das ist ja auch so, wo Plan B ja herkommt aus dieser Investorenecke, dass du, wenn du professioneller Investor bist, ob das jetzt ein Asset Manager ist, ein Pension Fund und so weiter, dass du im Grunde genommen schon immer eine Grundlage brauchst für deine Investments. Ja. Und ich glaube, was jetzt schon sich jetzt ein bisschen geändert hat, dass man jetzt mal so eine Research-Grundlage da hat, dass man überhaupt mal sagen kann, okay, gut, nennen wir mal irgendeinen groben Preis, ja, das ist natürlich nur ein Mittelwert und mit viel Varianz und so, aber sag mir mal irgendwas Grobes
Und das ist schon, ich glaube, für einen, sagen wir mal, so einen Durchschnittsbürger, der denkt sich so, ja, ist doch jetzt egal, ob ich da dieses Modell habe oder nicht. Aber ich glaube, gerade für institutionelle Investoren ist es schon ein Big Deal, weil sie jetzt eben eine der Grundvoraussetzungen, die sie halt brauchen für Investitionen, da gibt es dann auch Regulatorik und die ganzen Verwahrthemen und so weiter, wobei sich das ja gerade in Deutschland auch sehr stark aufhält, das Feld. Das fehlte halt bisher und das hat man jetzt halt. Und bei den Gesprächen, die ich halt so hatte, muss man schon sagen, ist es manchmal so, man redet sich dann den Mund fusselig, so eine Stunde redet dann über Difficulty Adjustment und alles Proof of Work und Mining und alles Mögliche. Und dann packst du halt das Stock-to-Flow-Chart aus und dann werden die einen oder anderen schon mal wieder auch wieder wach, die so in der letzten Reihe schon so ein bisschen mit, auch gerade die Älteren, die halt die technischen Sachen nicht so ganz verstehen, die aber halt erfahrene Investmentmanager sind. Und die werden dann schon so ein bisschen hellhörig, weil sie gerade auch der Vergleich zu Gold hilft, weil Gold kennen sie, Gold investieren sie auch selten, aber wenn man dann sagt, jetzt ist nochmal was ganz anderes da, das ist im Prinzip wie Gold, aber wie Gold ganz, ganz am Anfang, ja, so, dann sagen, ja, und wie könnte man das quantifizieren und so weiter. Da muss man schon sagen, würde ich, also meiner Erfahrung muss man sagen, ermöglicht das ganz andere Diskussionen und sorgt es schon dafür, dass viel mehr Offenheit dann auch von Leuten da ist, die halt diese ganzen technischen Grundlagen bisher nicht verstanden haben und vielleicht auch niemals ganz verstehen werden, die aber jetzt einen weiteren Zugang haben zu Bitcoin. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, dass es halt ein weiteres Tool ist, eine weitere Öffnung quasi, eine weitere Tür, die man durchgehen kann, um halt diesen ganzen Bitcoin-Space dann zu erforschen. Und für die waren halt alle anderen Türen, waren halt bisher verschlossen. Und jetzt haben sie halt eine Tür, die sich halt öffnet. Das ist ja auch das gleiche Beispiel mit Nick zum Beispiel, der das Ganze sehr stark dann verifiziert hat und die ganzen Conjugation-Tests gemacht hat und so. Da muss man ja sagen, so relativ viel von der Arbeit beim Stock-to-Flow-Modell wurde ja eigentlich von Nick gemacht, muss man ja ehrlicherweise sagen. Sprichst du von Nick Carter? Sprichst du von Nick Carter? Der doch Nick, der am Anfang Ed Fraudster hieß, also einen Nachnamen kennt man nicht. Mhm. Und jetzt heißt er auch Ed BTC Konom. Ich kann es gar nicht aussprechen. Eigentlich wollte er wahrscheinlich Bitconometrics nehmen, aber vielleicht war das schon weg. Und bei ihm war es ja auch so, er kommt aus dem klassischen Statistikbereich. Und hat sich jetzt halt sukzessive, glaube ich, auch durch die Stock-to-Flow beschäftigt. Hallo? Ich weiß nicht, welche Informationen ist meine Aufmerksamkeit wert. Ja? Bei manchen war es in 2010, Bitcoin löst das Byzantine Generals Problem, wo die sagen, aha, okay, das schaue ich mir mal genauer an. Dann in 2015, Bitcoin ist das sicherste und größte Computernetzwerk der Welt. Aha, das war dann wieder für andere sozusagen dieser Einstiegspunkt. Ich habe es bisher ignoriert, das schaue ich mir mal genauer an, aber das alleine nützt mir nichts, weil ich muss ja dann trotzdem noch hinter der Tür weitergehen, um das einschätzen zu können. Und jetzt ist es beim Stock-to-Flow-Modell so, dass im Prinzip nur in dem Rauschen der Welt einige plötzlich da einen Trigger sehen, dass sie sagen, erzähl mir mehr. Und aber danach beginnt ja eigentlich erst der Wert, der lange Weg, zu sagen, ja, warum ist denn dieser zukünftige Stock-to-Flow-Wert, den wir berechnen können, was wir bei keinem anderen Asset oder gut machen können, warum ist der denn so relativ wahrscheinlich? Ja, und warum muss ich jetzt bei den Stock-to-Flow-Scams, die dann kommen werden, nicht, warum kann ich da weghören? Ja, und da braucht es ja trotzdem den kompletten Bitcoin-Weg, den alle anderen auch schon gegangen sind, um das einordnen zu können. Mhm. Und auch beim Stock-to-Flow-Modell gilt, don't trust, verify. Ja, also trau eigentlich nur deinem eigenen Modell, was du selber gerechnet hast. Bloß weil sich da Manuel oder Jörg hinstellt und sagt, nächstes Jahr ist der Stock-to-Flow-Faktor von Bitcoin 55,3 oder was weiß ich, don't trust. Ja? Du musst es eigentlich verstanden haben und selber rechnen, damit es für dich selber irgendeinen Nutzen hat. Und
So wird es jetzt auch denjenigen, die durch das Modell getriggert werden, gehen, dass sie trotzdem sich auf diesen Weg begeben müssen, Bitcoin umfassend und vollständig zu verstehen, um ihre eigene Prognose für die Zukunft zu machen. Weil wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es Bitcoin in 3 Jahren noch gibt, gegen null geht, dann nützt mir auch die theoretische Zahl, die ich mir da ausgerechnet habe, nichts. Ja, und es ist ja so, es gibt ja auch eine Definition von, ich meine, ich nenne es beim Namen jetzt von Shitcoin, ist, dass ein Shitcoin quasi gibt ja vor, den Wert oder die Value Proposition, wie man schon sagt, von Bitcoin zu haben, was es nicht hat und quasi und hat auch nicht die kryptodynamische Absicherung oder Sicherung oder Sicherheit, die Bitcoin hat. Und dann gibt es noch eben diesen Lindy-Effekt, also diese, ich nenne das mal diesen Zeitreifungsprozess und den Netzwerkeffekt, den diese ganzen anderen Coins oder Shitcoins einfach nicht mehr aufholen können. Ja, das kommt ja auch noch dazu, oder? Das hatte ich in meiner Präsentation, die du gerade im Hintergrund offen hattest, hatte ich das als die Bitcoin-Firewall bezeichnet. Also die Energiemenge multipliziert mit der Zeit. Mhm. Das ist das, was Bitcoin, und zwar relativ weit hin, was Bitcoin beschützt. Ja. Also auch das Wissen, dass ein Asset nicht bei einem, also ein wertvolles Asset muss immer bei einem Stock-to-Flow von 0 starten. Ja, ich kann nicht einfach sagen, ich fange bei 50 an und liege damit jetzt schon vor Bitcoin. Das ist nicht glaubhaft und da wird der Markt auch sagen, nee, du hast geschummelt und du hast sofort dann für alle Ewigkeiten oder für eine sehr lange Zeit ein Handicap, mit dem man da startet, wenn man das versucht. Und entweder war es super schlau von den Bitcoin-Gründern, wirklich bei Null anzufangen, oder es war Zufall, ist jetzt auch egal. Also wie gesagt, was ich gesagt habe, der Markt ist der Richter oder der Judge, der beurteilen muss, wie glaubhaft ist quasi dieser zukünftige Härtegrad, den mir das Modell vorgibt oder das System. Aber was ganz interessant ist, das kam ja auch in der Vorbereitung für die Präsentation in Wien, dass, ich glaube, wir haben es aber gar nicht thematisiert, der Punkt, dass wenn man sich Gold anschaut und man sieht dann, okay, Stock-to-Flow-Wert von über deutlich 50, fast 60, dann weiß man schon, sozusagen diese Zahl ist eine hinreichende Bedingung dafür, weil man genau weiß, eine hinreichende Bedingung dafür, dass man weiß, dass dieses Gut als monetäres Gut verwendet wurde. Ja, weil es eben aus der physischen Welt kommt und eben nur diesen Stock-to-Flow-Wert aufbauen kann, wenn es eben nicht konsumiert wurde, Anführungszeichen, oder halt verbraucht wurde für was auch immer. Ja. Und bei den Cryptocurrencies ist es eben so, dass man da nochmal genauer hinschauen muss, eigentlich im Prinzip dann so mit statistischen Tests, ob wirklich der Markt es eben auch so sieht, wie Jörg es eben sagt, dass halt der Markt muss es dann beurteilen, ist dieser Stock-to-Flow-Wert, den ich ja theoretisch in ein Excel-Sheet reinhacken kann, ja, ist der denn wirklich aussagekräftig? Steckt denn da wirklich was dahinter? Und das ist, glaube ich, schon was Neues, was wir davor nie hatten, dass ja jetzt jeder eigentlich so sein eigenes Geld nochmal kreieren kann, wenn er möchte. Und wird ja immer noch fleißig gemacht. Und dann kann man natürlich da alles, die wildesten Dinge dann halt reinschreiben. Aber am Ende des Tages geht es dann halt darum, was die Mehrheit der Menschheit dann wirklich daraus macht und ob das glaubwürdig ist. Da spielen dann diese ganzen Rolle, die ganzen Aspekte eine Rolle. Wie sicher ist das ganze Netzwerk? Wie dezentral ist das Netzwerk vor allem, würde ich sagen, spielt noch eine ganz große Rolle. Und damit dann abgeleitet, wie glaubwürdig ist es, dass die Geldpolitik nicht verändert wird. Und das ist nochmal ganz interessant, dass es halt bei den Edelmetallen, wobei ja eigentlich fast nur noch Gold einen nennenswerten Stock-to-Flow-Wert hat, dieser Stock-to-Flow-Wert schon die hinreichende Bedingung ist, wohingegen bei den Cryptocurrencies ja eigentlich noch nicht mal wirklich eine notwendige Bedingung ist, fast noch weniger, sondern einfach mal nur so ein Statement. Und dann muss man halt tiefer reinschauen. Und da ist natürlich schon jetzt dieser ganze Ansatz, wo man sagt, okay, gut, gibt es eine Korrelationsbeziehung? Ja, nein, schon ein ganz gutes Tool, um eben auch nochmal zusätzlich aufzuzeigen, dass halt bei diesen Altcoins, die versuchen, Bitcoin nachzumachen, dass da eben diese Marktsicht eben nicht da ist. Weil das ist ja das, was man eben abgreift mit dem Market Cap, ist ja eben diese Markt,
Präferenz und dann noch das genaue Zusammenspiel mit den Veränderungen im Zeitablauf zwischen Stock-to-Flow und der Marktevaluierung. Und von daher ist es da auch nochmal ganz vorteilhaft, eben diesen ganzen Stock-to-Flow-Ansatz mit den ganzen Konjugationstests und so weiter zu haben, weil man sich da nochmal auch dann abgrenzen kann. Also die Bitcoin-Community kann sich da nochmal abgrenzen und sagen, okay, gut, bei euch gibt es diese statistischen Ergebnisse eben nicht. Ja. Gibt es noch irgendwie was vielleicht noch eine ganz andere interessante Erkenntnis ist, bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der das sagt. Jimmy Song hat das letztens in einem Podcast auch gesagt, dass das, was Bitcoin geschaffen hat, also diese digitale Knappheit, dass man das mit einer anderen Technologie auch nicht besser, also das Problem an sich auch nicht besser lösen können wird. Das ist halt einfach nur über Energie sozusagen lösbar, das Problem. Und ist völlig egal, welche Programmiersprache ich da verwende, welche Computerchip-Architektur, welchen Hash-Algorithmus. Das ist alles irrelevant, weil selbst wenn ich jetzt neu anfangen würde, vielleicht würde ich vieles besser machen. Aber ich würde wieder bei einem Stock-to-Flow von Null anfangen müssen. Und es ist trotzdem ein gelöstes Problem. Ja? Das heißt, jeder, der jetzt vor der Wahl steht, von einem Fiat-basierten System auf ein gesundes Geldsystem zu wechseln, der sagt, naja, dort habe ich ja aber schon eine Alternative, die das Problem gelöst hat. Und ich weiß, die anderen Alternativen, vielleicht sind da ein paar dabei, die sind nett oder sind vielleicht ein Tick smarter oder geschickter, aber die werden das Problem der digitalen Knappheit nicht besser lösen. Und sie sind geschaffen worden in dem Wissen, dass das Problem schon gelöst war. Also das ist ja automatisch ein Handicap sozusagen, wenn ich sage, das Problem digitale Knappheit ist gelöst und trotzdem verletzt du das Prinzip und fängst nochmal neu an. Ja? Da sagen viele andere, warum soll ich da bei dir mitmachen? Und das ist so ein bisschen auch über die Co-Integration, was man da jetzt gelernt hat. Man muss jetzt nicht damit rechnen, dass nächste Woche in 2 Jahren oder in 10 Jahren das nächste Bitcoin daherkommt, was das Problem digitale Knappheit besser löst. Mhm. Und das ist quasi der einzige unique selling point von Bitcoin. Das ist hässlich, das ist unschön, kompliziert, ja, die Benutzbarkeit ist noch nicht gut genug. Aber das, was den Wert treibt, ist wirklich die digitale Knappheit. Und alles andere ist ein Optimierungsproblem, was über die Zeit gelöst wird, wenn es weiterhin das in diesem Aspekt am meisten nachgefragte Element bleibt. Sozusagen, dass es dann in die nächste Stufe geht, der monetären Evolutionsphase, also Medium, ja, dass dann die Verwendung besser und der Rechnungseinheit und Layer 2 Lightning Network, also das ist ja schon im Werden. Ne? Gibt's Es sei denn, passiert wirklich was von aus dem Netzwerk, aus dem Inneren heraus. Das hatte ich, glaube ich, auch in dem Vortrag gesagt. Mhm. Wenn irgendwas da ist, was wir bisher übersehen haben, die letzten 11 Jahre, dass die Incentives nicht passen, dass das Netzwerk in sich kollabiert sozusagen, dann geht natürlich die Suche nach Alternativen los. Ja? Aber bis dahin, solange Bitcoin funktioniert, wird man mit einer besseren Technologie, ob es jetzt Blockchain, Tangle oder wie ich es auch nenne, wird das Problem nicht besser lösbar sein, weil es ist ein gelöstes Problem. Man muss nur noch mitmachen. Mhm. Nur zum Abschluss, ich meine, wenn wir ein bisschen jetzt rauszoomen wieder, weil, wie gesagt, mir gefällt das eben der Begriff supermonetäre massive oder massive monetär, supermonetäre Gravitation. Kann es sein, wenn jetzt können noch weitere exogene Faktoren den Prozess, diese Gravitation, diese monetäre Gravitation beschleunigen? Also wenn wir jetzt an die direkten oder indirekten Konsequenzen und Effekte durch Covid-19, Coronavirus, negative Zinsen, makroökonomische Geschehnisse, seht ihr da irgendwie, und wir haben jetzt zurzeit ja auch nur eine Marktkapitalisierung, Tropfen auf einem heißen Stein von 150 Milliarden US-Dollar, das ist hier nichts. Seht ihr da einen Prozess, der ein bisschen neues Licht reinbringt in diese ganze Thematik? Von Bitcoin und Stock-to-Flow und der Härte und der Massenadoption oder kritischen Adoptionsrate? Naja, also was ich ja interessant finde, habe ich auch die Tage darüber geschrieben, dass jetzt im Prinzip alle
Zentralbank, heute Morgen die Bank of England, 50 Basispunkte, Emergency Cut. Alle Zentralbanker jetzt natürlich die Zinsen senken, QE wird wahrscheinlich wieder angeworfen oder verstärkt zumindest in Europa, wahrscheinlich auch in den USA. Und was dann jetzt schon sehr, glaube ich, klar wird, ist, dass sowas bei Bitcoin eben nicht passiert, weil es halt im Mai Covid, so schlimm ist, wie alles ist, hin oder her, gnadenlos wird die Geldpolitik da gestrafft. Und ich glaube, dass das halt, ist so ein bisschen mein Gefühl vielleicht auch nur, aber das schon nochmal die, das Ausmaß des Autopiloten der Geldpolitik nochmal klar machen. Also das wird nochmal klar werden, dass da ein ganz anderes monetäres System ist, was sich von wahrscheinlich einer doch durchaus schwerwiegenden Pandemie, so wie es jetzt momentan aussieht, auch nicht abhalten lässt. Ja, da gibt es ja nicht nochmal eine Sondersitzung oder Sonderagreement, dass man jetzt doch mal kurzzeitig das Halving aussetzt oder sowas. Hallo, hört ihr mich noch? Hallo? Hört ihr mich noch? Ja. Entschuldigung, kannst du das? Entschuldigung, die letzten zwei Minuten. Ich hatte keinen. Weg, okay. Ja, wo warst du weg? Ja, kannst du nur ein bisschen zwei Minuten zurückspulen oder eineinhalb Minuten? Okay, also ich war so ein bisschen bei dem Punkt, dass es jetzt sehr, sehr klar wird, gerade durch die Covid-Krise, dass Bitcoin sich da, oder Bitcoin-Geldpolitik völlig unbeeindruckt zeigen wird. Ja, also Covid hin oder her wird das Halving stattfinden, während jetzt alle anderen Notenbanken jetzt drastisch an der Zinsschraube nach unten drehen. Oder halt auch QE wieder anwerfen werden, beziehungsweise ausweiten werden. Und das wird halt schon nochmal so einen Kontrast eben schaffen, wo noch mehr Leuten klar wird, dass diese Geldpolitik eben auf Autopilot ist, in Stein gemeißelt ist und diese, sag ich mal, in Anführungszeichen monetäre Unbarmherzigkeit von Bitcoin, dass die da einfach nochmal noch stärker zum Vorschein treten wird. Und klar, und dann wird halt, werden sich halt, je nachdem wie auch die ganze Krise dann ausgeht, werden sich halt wahrscheinlich noch mehr Leute dann die Frage stellen, ob ich als, vor allem als Store of Value, vielleicht nicht sowas wie Bitcoin in Betracht ziehen könnte, wenn ich dann auf der anderen Seite natürlich auch gerade bei Assetklassen wie Aktien und so weiter, was man jetzt halt sieht, starke Einbrüche dann sieht. Also ich glaube, dass diese, das ist natürlich ein bisschen gewagte These vielleicht auch, aber dass diese Covid-Krise nochmal aufzeigt, die Differenzen nochmal stärker aufzeigt zwischen dem monetären System von Bitcoin und unserem aktuellen System. Und das natürlich damit verbunden, natürlich die Asset-Märkte natürlich auch durcheinander gewirbelt werden. Jetzt sieht man natürlich aktuell, dass auch Bitcoin da nicht verschont bleibt, sieht man ja schon ein bisschen an der Preisreaktion. Aber da würde ich trotzdem sagen, so von auch meinen Erfahrungen. Da würde ich fast widersprechen. Also vor Covid war Bitcoin 1.000, 2.000 Dollar über dem Stock-to-Flow-Modellwert. Jetzt ist es 1.000 Dollar drunter. Also es kann auch Zufall sein, dass die Korrektur, die, wenn wir davon ausgehen, dass der Marktpreis immer um den Stock-to-Flow-Wert oszilliert, dass das jetzt zufällig, also ja, genau übereinander liegt zeitlich und nicht direkt korreliert ist. Also das ist immer möglich, aber ich glaube, was man halt schon sieht, dass man in einer Krisenphase, für viele ist es halt ein risikoreiches Asset dann noch, es ist ja auch risikoreich, weil man ja nicht weiß, ob es das Geld der Zukunft wird, dass man da natürlich in
Mittel gehen muss, weil man halt, keine Ahnung, seine Hypothek bezahlen muss, weil man die Stromrechnung bezahlen muss und so. Aber was ich sagen wollte ist, was glaube ich schon Bitcoin da so ein bisschen, ein bisschen schützt in der aktuellen Phase ist, dass es eben noch ein sehr starkes Retail-Phänomen eigentlich ist. Also es gibt natürlich Institutionelle, die jetzt auch gerade stärker dann vielleicht aus Bitcoin rausgehen, weil sie eben in Cash gehen müssen teilweise. Aber ich glaube, dass das Phänomen, dass es sozusagen immer noch ein sehr starkes Retail-Phänomen ist mit sehr starken Strong-Hands-Hodlern, könnte schon dazu führen, dass Bitcoin da relativ ungeschoren eigentlich da durchkommt. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass es natürlich Korrekturen da gibt, weil dann ein paar Leute das machen müssen und noch nicht überall die Möglichkeiten auch da sind, die Bitcoin zu verleihen gegen Fiat-Geld. Aber grundsätzlich, also so ein bisschen meine These ist quasi, dass es, man sagt ja immer, ja, man wartet auf die institutionellen Investoren. Ja, und wenn die institutionellen Investoren kommen, dann geht der Preis nochmal keine Ahnung wohin. Und vielleicht in der aktuellen Phase könnte man so ein bisschen das andere Argument machen, sagen, die Tatsache, dass halt das institutionelle Geld noch nicht da ist, spricht auch ein bisschen dafür, dass nicht viel QE-Prämie in Bitcoin drin ist und dementsprechend der Preis vielleicht jetzt nicht ins Bodenlose fällt, allein durch die Panik an den Finanzmärkten und den ganzen damit verbundenen Effekten. So ein bisschen meine Sicht auf das Ganze. Aber muss man natürlich jetzt halt abwarten, weil keiner genau die Struktur kennt. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, ist der Anteil der institutionellen Investoren immer noch sehr, 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 sehr gering, was jetzt in dem Fall eben, wie gesagt, eher noch ein Segen sein könnte und weniger ein Fluch. Also das einzig Exogene, was ich mir vorstellen könnte, das war ja deine Frage, was die Reise von Bitcoin beeinflusst. Ja. Mhm. Wäre entweder, dass die Proof-of-Work-basierte Mathematik nicht mehr hält, dass da irgendjemand einen Shortcut findet, dann würde das natürlich nicht mehr gelten. Und auf der anderen Seite exogene Ereignisse, die eher das Fiat-Geldsystem beeinflussen. Dass dann weil das Stock-to-Flow-Modell ist ja wirklich Bitcoin gegen Fiat sozusagen. Das ist das, was abbildet. Und deswegen habe ich zwei Variablen, die beeinflusst werden können. Entweder das Bitcoin-Netzwerk selbst aus irgendeinem Grund. Das wäre dieses eine Ereignis, dass die Proof-of-Work-basierte Mathematik nicht mehr hält. Also die kann nicht besser werden, sondern die könnte nur... fällt mir jetzt aber auch nichts ein. Also das ist rein theoretisch gedacht. Und die andere Variable, die dann nicht mehr stimmen könnte, ist natürlich der Wert in Fiat sozusagen. Und das war ja auch das, was ich gesagt habe. Wenn, es waren fünf Annahmen, wenn die alle so bleiben, wie es bisher war, dann ist das Modell einigermaßen aussagekräftig. Er wird immer schärfer, je weiter man in die Zukunft geht. Aber die große Unbekannte ist wirklich der Wert in Fiat sozusagen, weil da können natürlich sehr viele exogene Ereignisse wie Covid oder was weiß ich, die Schwächen des Fiat-Geldsystems offenlegen, was dann dazu führt, dass das Modell nicht mehr passt, aber was dadurch nicht beeinflusst ist, der Wert zwischen Geld und Konsumgütern oder anderen Dingen. Ja, ich habe das mal gesagt, das Geld ist ja im Prinzip nur, um auszudrücken, wie viel die anderen Dinge gegeneinander wert sind. Also ist ein Smartphone 2000 Mal teurer als ein Apfel, ja, um dieses Maß zu ermitteln. Das wird jetzt durch sowas wie Covid nicht beeinflusst. Der Preis zwischen Waren, ja, zwischen Waren und Geld. Ja. Solche exogenen Faktoren verschieben natürlich den Preis der Güter untereinander. Dass man jetzt plötzlich sagt, Schutzmasken sind plötzlich viel, viel wertvoller in der aktuellen Situation als Smartphones. Ja, das wird verschoben. Aber der Wert zwischen dem Tauschmittel oder dem Tool, in dem ich die ganzen Produkte quantifiziere und in einer Zahl ausdrücke, kann eigentlich durch exogene Ereignisse nicht verändert werden. Aus meiner Ansicht, ja. Nur zum Abschluss, seid ihr größer Befürworter des Auto-DCA, also des ständigen Akkumulierens von Bitcoin, also grundsätzlich? Also
Also ich sage mal so, das ist ja auch so ein bisschen interessant, dass dieses OTCCA, also die Bitcoin-Welt, vereinnahmt ja viele Dinge immer und sagt, okay, wir haben es so ausgedacht, das ist ja eigentlich so ein Standardansatz aus dem Investing, ja, dass man sagt, okay, gut, gerade bei sehr volatilen Märkten macht es durchaus Sinn, dass man da nicht irgendwie versucht, den Markt zu timen, weil es einfach nicht möglich ist. Also von daher ist es natürlich sinnvoll, weil natürlich auch die Volatilität bei Bitcoin nochmal exorbitant höher ist. Ja. Und ich glaube, was ich so im persönlichen Bereich mitgenommen habe, ist ein ganz interessantes Phänomen, dass die Leute, wenn sie Auto-DCA machen, dass sie sich immer freuen, wenn Bitcoin fällt. Das hatte ich so. Das ist ganz interessant irgendwie, dieses Phänomen, dass man dann, also als auch irgendwie psychologisch da was anderes abläuft, dass sie Preisrückgänge als was Positives wahrnehmen. Also es ist irgendwie, ist jetzt kein großes Sample, was ich da habe, aber es sind doch schon einige Leute, die dann auch gewechselt sind von Einmalkäufen zu diesen kontinuierlichen Cost-Averaging-Käufen. Weil sich die Zeitpräferenz auch ändert, oder? Weil sich auch einfach auf langfristige Zeitpräferenz ändert sich einfach, oder? Man denkt auch und plant auch. Es hat anscheinend irgendeinen psychologischen Effekt auch, dass man diesen Stress des Tradings nimmt, sondern es passiert halt einfach und ja, und mal ist der Preis höher, mal ist er niedriger und es ist so ein bisschen, es herrscht schon ein bisschen mehr Gelassenheit, was, glaube ich, auch eine produktive Sache ist. Und vor allem, man kann halt einfach, also ich habe einen noch in diesem Kreis, dem macht es Spaß zu traden, also dem macht es dann Spaß, irgendwie Stop-Loss-Orders und sonst irgendwas genau richtig zu finden. Dann ist, würde ich sagen, okay, ist halt dann sein Hobby. Aber grundsätzlich darf man auch nicht vergessen, die Zeit, die man da verwendet, ist wertvoller als Bitcoin. Und die Bitcoin will man ja eigentlich kaufen. Das heißt, eigentlich ist es so, dass man Bitcoin draufzahlt, um Bitcoin zu erhalten durch das Trading. Weil es natürlich dann auch ein Fulltime-Job eigentlich dann auch ist und so weiter. Also von daher bin ich da eigentlich ein großer Befürworter davon. Ja, ich denke auch die einfachste Form des Auto-DCA wäre, zu seinem Arbeitgeber zu gehen und sagen, ich möchte mein Gehalt in Bitcoin. Dann machen das, glaube ich, die wenigsten. Also ich kenne eine Firma in München, die haben das mal überlegt und haben das auch ihren Angestellten angeboten, dass sie da wählen konnten, ihr Gehalt direkt in Bitcoin zu beziehen oder zu einem bestimmten Prozentsatz. So ein Intranet-Tool, wo sie da ihren Slider bewegen konnten, wie viel Prozent des Gehalts in Bitcoin sie wollen. Das ist ja eigentlich Auto-DCA, aber da die wenigsten das machen, weil sie es auch nicht abbilden können, ist im Prinzip so ein Service, den man da nutzen kann, das Äquivalent dazu, nur dass dort halt noch eine Gebühr vermutlich zusätzlich kostet und dass man, wenn man sein Leben plant, natürlich nur das, was übrig bleibt, per Auto-DCA da rein bewegt. Weil es macht keinen Sinn, 100% von meinem Gehalt per Auto-DCA in Bitcoin zu tauschen, wenn ich dann, um meine anderen Rechnungen zu zahlen, wieder zurücktauschen muss. Also habe ich zweimal Wechselgebühren bezahlt. Aber wie es Manuel sagt, wer mit dem Trading nichts zu tun haben will, weil es eh den kurzfristigen Preis zu treffen, gibt es keine Formel dafür. Es ist wie Roulette spielen oder vielleicht so ein bisschen Intuition. Manche sind da besser drin, manche nicht. Und wenn sich alle damit beschäftigen würden, dann ja, würde die ganze Welt nur noch Bitcoin-Trading machen. Also deswegen ist es, glaube ich, ganz gut zu sagen, man hat hier ein automatisiertes Tool, damit ist der Punkt abgehakt und meine Spezialfähigkeit liegt halt im Schweinezüchten oder im irgendwas anderes. Also das ist ja der ganze Sinn einer arbeitsteiligen Gesellschaft, dass jeder irgendwo das findet, wo er wirklich gut ist und sich nicht mit Bitcoin-Trading beschäftigen muss, um nicht zu den Verlierern zu gehören. Ja.
Weil man nur eine Sache ganz kurz sagen sollte, um damit wir das korrekt wirklich beantworten, ist natürlich klar, wenn jetzt größere Institutionen oder sowas Bitcoin kaufen müssen, dann sind die natürlich aktuell angewiesen aufgrund der Markttiefe, die noch nicht so groß ist, dass sie sich an OTC-Desk wenden müssen, die dann die Käufe verteilen und wo man dann schon professionelle Leute braucht, die dann wissen, okay, wann machen wir das, wo auch die Trading-Desks dann 24/7 besetzt sind und so weiter. Also du meintest es wahrscheinlich halt vor Retail-Standard-Investoren, also wenn man jetzt eine größere Institution ist, die größere Beträge von Bitcoin kaufen, dann braucht man natürlich schon dementsprechende Experten, Trader und so weiter dann, ja. Ja, in diesem Sinne, es war sehr erhellend, ich habe mich sehr gefreut, Manuel, Jörg, und ich hoffe, wir sehen uns auch hoffentlich bald, vielleicht eventuell auf der nächsten Wine of Bitcoin-Konferenz in München. Damit wir noch zu einem Abschluss, habt ihr noch irgendwelche abschließenden Gedanken oder Informationen, die, oder wo man euch finden kann, Twitter, LinkedIn oder Ressourcen, Informationsmaterialien? Ja, also nachdem ich jetzt ja ohnehin nicht mehr so voll anonym auf Twitter bin, kann man mir auch gerne folgen. Das ist @moneymanolis auf Twitter. Da werden wir auch jetzt, glaube ich, im Zuge von der Value of Bitcoin Conference nochmal ein bisschen Diskussionen dann haben, wo wir jetzt in Wien waren. Da wird auch, vielleicht wollte ich nur kurz sagen, weil wir jetzt da gar nicht drüber gesprochen haben, in Wien habe ich ja so ein paar neue Ergebnisse auch vorgestellt, wo es um die Frage geht, ist der Markt eigentlich vorausschauend, also der Bitcoin-Markt vorausschauend oder eher zurückschauend? Das haben wir auch so ein Testverfahren entwickelt. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Da kommt dann bald das Video raus, kann man sich dann gerne anschauen. Also einfach @valueofbitcoin folgen oder mir. Das wird da dann aufpoppen. Und ist, glaube ich, ganz interessant, weil ich glaube, Blaine Bee jetzt in dem letzten Podcast, den du erwähnt hast, schon gehört, dass er meinte, man könne die Efficient Market Hypothesis nicht testen. Und vielleicht ist es so ein ganz interessanter Punkt, wo man sagt, naja, es gibt vielleicht den einen oder anderen Ansatz, wo man das schon testen kann oder wo man zumindest bestimmte Grundannahmen der Efficient Market Hypothesis widerlegen kann. Also da dann, glaube ich, wird. Aber jetzt, wo du das schon erwähnst, kannst du das nur kurz definieren, was ist diese effiziente Markt die, also das ist auch kurz zum Schluss. Naja, also im Grunde genommen, um es wirklich jetzt kurz zu machen, ist, es gibt zwar verschiedene Ausprägungen und so, aber im Grunde genommen stören sich halt viele Leute die an die Efficient Market Hypothesis so ein bisschen glauben, in Anführungszeichen, dass sie ja halt sagen, naja gut, das Stock-to-Flow-Modell ist jetzt öffentliche Information, Märkte sind ja vorausschauend, warum ist es denn nicht so, dass sie dann jetzt den Preis schon antizipieren, dass das Modell jetzt für 2024 oder sowas vorhersagt. Und was wir jetzt eigentlich damals als im ersten Schritt gemacht hatten, war erstmal so die allerfundamentalste Frage zu klären, ist denn der Bitcoin-Markt überhaupt vorausschauend? Weil wenn das nicht erfüllt ist, dann brauchen wir auch alle anderen Diskussionen irgendwie so gar nicht mehr weiterführen. Welche Informationen sind verfügbar? Was ist Insiderwissen? Was ist Nicht-Insiderwissen? Welche Hürden gibt es für Insider-Investoren und so weiter? Das sind natürlich alles Punkte, die da eine Rolle spielen. Also ich kann natürlich ja nur öffentlich verfügbare Informationen dann einpreisen, wenn ich zum Beispiel als Fund auch wirklich dieses Asset dann kaufen darf zum Beispiel. Ja. Und das hängt wiederum an anderen Faktoren, kann ich das dann verwahren und so weiter. Also ich glaube, allein schon aus der Ecke kommend, gibt es meine Sicht, gibt es, selbst wenn man sagt, das Stock-to-Flow-Modell ist jetzt schon so verbreitet in der Welt, dass es noch nicht ausreichend viel Investoren gibt mit ausreichend Kapital, die das einpreisen könnten. Das wäre schon mal ein erster Punkt. Aber der zweite Punkt, den wir jetzt mal angegangen sind, zu sagen, ja, ist denn überhaupt so, dass der Markt in der Vergangenheit zumindest vorausschauend war auf die Halvings? Und da sieht man halt relativ klar, da bräuchte man dann so ein bisschen die Charts, kann man dann im Video dann anschauen. Da haben wir so zwei Kriterien, wo man dann sagt, okay, das ist ganz klar, dass der Markt eher ein Jahr zurückschaut, als dass er jetzt ansatzweise nach vorne schaut, weil eben die Modellgüte viel besser ist, wenn man eine Stock-to-Flow-Werte hat aus der Vergangenheit und auch die Konfigurationsbeziehungen, über die wir jetzt sehr viel gesprochen haben, ist viel, viel stärker, wenn man Stock-to-Flow-Werte aus der Vergangenheit nimmt. Und das spricht für mich alles so ein bisschen dafür, dass der Markt natürlich sehr stark Retail getrieben ist noch und dass eben
wie Jörg das ja gesagt hat, der Markt so als Informationsverarbeitungstool fungiert, ja, wo halt diese Information sukzessive verteilt wird und dann bei den Leuten dann ankommt. Und ich glaube, es wird eine ganz interessante Diskussion auf jeden Fall auf Twitter dann nochmal geben, hoffe ich zumindest. Und da gerne mitmachen oder zumindest verfolgen. Absolut, ja. Die Videos hoffentlich kommen ja auch bald raus von Value Bitcoin. Die werden relativ bald, glaube ich, kommen, ja. Genau, das wäre wirklich sehr sehenswert. Das sind auch vielleicht neue Updates oder Informationen, die du da einfließen hast lassen. Jörg, ja. Ja, mich findet man unter meinem Namen auf LinkedIn. Und ich kann jedem nur raten, den jetzt das Stock-to-Flow-Modell oder Stock-to-Flow-Approach getriggert hat, dass das nur das Türöffnen ist, das einem aber nicht viel hilft, wenn man Bitcoin nicht ganzheitlich versteht. Und dafür bietet unsere Firma Consorf Blockchain Service ja quasi wie eine Art Reiseagentur in diese Bitcoin-Welt, dass wir die Menschen dabei begleiten, möglichst effizient und schnell aus dem ganzen Rauschen zu den wichtigsten Informationen vorzudringen, die sich jetzt, ich sage mal, im Laufe der letzten 11 Jahre so herauskristallisiert haben. Das kann natürlich jeder selbst machen, indem er sich in die Tiefen des Internets begibt und tausende von YouTube-Videos schaut, aber wir haben Workshops, wo man innerhalb von 6 Stunden quasi die Essenz oder die wichtigsten Dinge auf den Weg begeben kommt und auch die Tools, die man heutzutage schon zur Verfügung hat, wie man damit umgeht. Ja? Wie gehe ich mit einer Hardware-Wallet um? Wie gehe ich mit Electrum um? Wie kann ich mir eine eigene Full-Node betreiben? All das sind Dinge, die wir quasi strukturiert und in ein Lernen, einfach verdaubares Lernformat gepackt haben. Und die Informationen dazu findet man auf unserer Website. Absolut, werde ich alle in die Shownotes hineinschreiben. Manuel Anders, Jörg Hermsdorf, herzlichen Dank und hoffe, wir sehen uns mal bald Angesicht zu Angesicht wieder. Okay. Vielen Dank für eure Zeit. Ja? Ciao. Ciao, ciao. So, ich hoffe, das Interview gemeinsam mit Jörg Hermsdorf und Manuel Anders hat euch wirklich gut gefallen. Man kommt ja nie wirklich tief genug in das Hasenloch von Bitcoin, vor allem wenn es um diese analytischen oder Modellbeschreibungen geht, wie etwa das Stock-to-Flow-Ratio. Aber man sieht da auch, man versteht da noch immer mehr die Einzigartigkeit von Bitcoin als vernünftigstes Geld, als härtestes Geld, als knappestes Geld, als wahres, dezentralisiertes, offenes, erlaubnisloses und vor allem wirklich limitiertes Geld und ja, ein Geld, das nicht in irgendeiner Weise manipuliert werden kann oder verwässert werden kann oder in irgendeiner Weise dessen Sicherheit oder monetäre Eigenschaften in irgendeiner Weise diskutiert werden können. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, folgt den beiden auf Twitter, LinkedIn oder wo auch immer. Ich werde dir dann die Links und die Informationen in die Shownotes hineinschreiben. Falls ihr Fragen habt an mich, meine E-Mail-Adresse ist hello@thetotalconnector.com. Es gibt wahnsinnig viele Ressourcen, Bücher, Artikel, die da geschrieben wurden von unzähligen Expertinnen zu dem Thema oder Bitcoiners. Folgt mir einfach auf Twitter. Mein Twitter-Handle ist Kevan Davani. Und ja, falls du ein Bitcoin-Sponsor bist, bitte trete in Kontakt mit mir. hello@thetotalconnector.com ist meine E-Mail-Adresse. Und freue mich sehr auf die nächsten deutschsprachigen Interviews. Ich glaube, es ist höchste Zeit überfällig, dass wir auch die deutschsprachige Bevölkerung oder deutschsprachigen interessierten Bitcoiners in Österreich, Deutschland, Schweiz oder wo auch immer ihr seid, bedient oder bedienen sollte. Und ja, mein Name ist Kevan Davani, ich bin der Total Connector und danke fürs Zuhören und für die Unterstützung des Total Bitcoin Podcast Show. Tschüss. Mhm.